Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur Adobe Live Masterclass an diesem wunderbaren Mittwoch. Ich bin heute euer Host, mein Name ist Julia Zieger und ich habe heute einen ganz besonderen Gast, eine Künstlerin, die viel zu lange schon nicht bei uns da war. 2 Jahre ist es her. Herzlich willkommen, Luisa Preisler. Ja, Julia, das war sehr professionell anmoderiert. Ich weiß nicht, ob ich mithalten kann. Ich werde mir Mühe geben. Wir haben schon drüber gesprochen. Luisa hat ist was ganz Besonderes für uns gemacht. Die ist mitten in der Nacht wach geblieben und hat diese Masterclass für uns vorbereitet. Denn heute sollte eigentlich Klaus da sitzen. Aber Klaus, der Arme, muss seinen Hamster zum Zahnarzt fahren. Darum geht das heute nicht. Ihr müsst aber auch nicht traurig sein. Er kommt nächsten Mittwoch dafür. Und Luisa war so frei und hat wirklich was für uns vorbereitet in der letzten Minute. Das ist, das hat schon den ersten Applaus verdient. Herzlichen Dank. Danke, gerne. Für all die lieben Leute, die gerade auf YouTube zuschauen, ihr könnt rüberkommen zu behance.net/live/de, denn da ist unser Chat, da sind unsere lieben Leute, da ist der Sean, da ist Andrea, Thomas ist auch schon wieder da, Jelana Art war die Erste, die heute schon Hallo gesagt hat, Burkhard ist da und der liebe Tim. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Wie gesagt, das ist eine Masterclass. Wir haben heute 90 Minuten mit dir, Luisa. Yes. Für all die lieben Leute, die dich noch nicht kennen, die haben da was verpasst, denn du bist eine ganz großartige Künstlerin. Das kann man einfach so sagen, ganz ohne Bescheidenheit. Vielleicht können wir mal kurz einen Blick werfen in dein grandioses Portfolio. Oh mein Gott, ja, natürlich. ja, da sieht man auch schon mein Habe ich zu viel versprochen? Nein, habe ich nicht. Du steckst es hoch heute, ja. Genau, das ist mein Portfolio. Ich war ja schon vor 2 Jahren schon mal hier und da habe ich euch, glaube ich, schon ein paar ältere Sachen gezeigt. Finden wir jetzt hier ein bisschen weiter unten. Ich mache immer noch Fantasy- und Science-Fiction-Buchcover, ab und zu auch ein bisschen Romance. Das habe ich, wo ist es hier? Das habe ich hier unten versteckt. Weil, ja, ich mache halt lieber gerne Fokus auf eine Figur und einen relativ simplen Hintergrund, außer ich mache irgendwie ein Personal Piece und ergehe mich in komplexeren Hintergründen. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich das probiert habe. Und aber für Cover, gerade so für Fantasy-Buchcover, da funktioniert halt irgendwas, was wirklich sehr klar kommuniziert am besten. Und ich mag halt gerne die Cover, wo man nah dran ist und viel von der Figur sieht, weil ich super gerne Figuren illustriere. Wir haben jetzt zum Beispiel Cover für amerikanische Autoren, für deutsche Verlage, amerikanische Verlage. Hier zum Beispiel ein Cover für Ilona Andrews. Hier ein Cover, das ist relativ neu für die Autorin Rachel Aaron und ihr neuestes Buch The Last Stand of Mary Goodcrow, Fantasy-Western. Habe ich irgendwann Anfang des Jahres, glaube ich, illustriert. Hat sehr viel Spaß gemacht, mal was ganz anderes. Ich mag auch super gerne, wenn sich das thematisch so ein bisschen abwechselt und es halt... Ich meine, klar, so der Standard ist schon so coole Frau mit coolem Schwert und coolem Buch. Und das mache ich auch wirklich, wirklich gerne. Aber wenn man mal so ein bisschen Cyberpunk dazwischen hat oder einfach mal irgendwie, ja, wie gesagt, so ein Fantasy-Western oder mal sowas, was so ein bisschen an die klassischen Künstler von damals erinnert, ist zum Beispiel, ist zum Beispiel ein Personal Piece, also quasi etwas, was ich für mich selber gemalt habe, macht, dann ist das auch irgendwie abwechslungsreich. Das hier zum Beispiel ist auch ein persönliches Bild, das ist kein Buchcover. Aber wer von euch erkennt die junge Dame auf dem Bild? Das ist nämlich die Jamila Knopf, die war auch schon bei uns zu Gast. ja, genau. Wir Künstler untereinander sind halt vernetzt und irgendwann ist man dann auch ganz gut befreundet und dann kriegt man Besuch und dann kommt der Besuch und dann schmeißt man ihn in eine Gardine in diesem Fall. Und wie man das macht, so macht, ein paar Fotos und wickelt die Leute in Tücher und Stoff ein. Hier auch eine andere Illustratorin, Freundin von mir, die Isabel Backhaus, die habe ich mir auch geschnappt. Und ja, es ist einfach schön, wenn man sich da kreativ auch ausleben kann und verschiedene... Da kam schon ein ganz langes Wow aus dem Chat von Andrea. Genau, aber ab und zu feuere ich halt auch Modelle an, zum Beispiel in diesem Fall, da gehe ich gleich noch ein bisschen genauer drauf ein, wenn halt vor allem in der Buchserie, sagen wir, alle Charaktere gleich aussehen müssen, das ist zum Beispiel eine Buchserie von insgesamt 10 Covern und da wäre schon gut,
wenn die Figur immer gleich aussehen würde und man sie dann auch erkennt. Da lohnt es sich dann auch mal in die Tasche zu greifen und eine Modelagentur anzuschreiben und zu sagen, ich brauche mal ein professionelles Model. Und das geht dann auch zack, zack, zack. Die sind ja wirklich, die haben es ja wirklich drauf mit den Posen. Und das ist dann auch irgendwie eine spannende Erfahrung. Wie cool oder, das auch für das Model sein muss, dass sie dann diese Figur ist. Ja, die sind aber ein bisschen irritiert, weil die kennen das ja eigentlich. Oder ist es halt, die häufigsten Jobs für die sind dann ja natürlich irgendwie Commercial Shootings für meinetwegen Kataloge oder für Mode oder für was auch immer, irgendeine Werbung. Und dann will ich halt immer schon eine sehr spezifische Pose, weil ich schon die Skizze dafür gemacht habe. Und wie sie, ich muss nur diese Pose nachmachen, nicht irgendwie noch bewegen. Und dann fangen sie immer an zu posen. Und ich so, nee, Kopf stillhalten, bin ich brauche genau das. Neben dir wird nämlich der Titel sein, beweg deinen Kopf nicht. Genau, und das habe ich mir schon alles überlegt, wie das vor den Körperachsen sein soll und so. Und manchmal kommen natürlich auch Glücksschüsse dabei raus, dass ein Model irgendwas richtig Cooles macht. Und ich denke so, oh Gott, das ist viel besser als das, was ich gezeichnet habe. Cool. Dann nimmt man das so. Aber gerade wenn man halt auch, sagen wir, mit Hobby-Models oder einfach nur Freunden arbeitet, dann ist halt auch, dass man viel sagt, ja, macht jetzt die Hand so und den anderen Arm so und dann funktioniert es aber auch ganz hervorragend. Und kann man dich eigentlich auch anheuern, wenn man das für sich selber machen haben möchte? Ja, wenn du das entsprechende Budget mitbringst. Was ist denn das Budget? Darüber reden wir nicht. Das kannst du mir eine E-Mail schreiben, dann mache ich dir ein Angebot. Der Thomas sagt beeindruckend und erkennend, ich muss noch viel lernen. Fantastische Motive. Oh, danke schön. Das freut mich. Der Tim sagt, wenn ich mal groß bin, will ich auch so gut illustrieren können. Ja. Ja, es ist halt jetzt, ich mache das schon seit 2011 professionell, also es ist jetzt auch schon 11 Jahre her und in den 11 Jahren ist viel passiert und ja, also es ist ein steiniger Weg und man muss viel Zeit reinstecken auf jeden Fall, aber man kann es auf jeden Fall schaffen. Man sieht an deinen Arbeiten auch, wie viel Freude du daran hast, das kommt ja nicht von irgendwo. Ja, genau, also Buchcover sind halt auch genau mein Ding. Und ja, ich würde einfach mal damit starten, euch jetzt ein bisschen ein paar kleine Step-by-Steps zu zeigen. Generell für heute habe ich mir überlegt, dass ich 3 Bilder von mir zeige und so ein bisschen den Entstehungsprozess, wie kommen wir von einer groben Skizze zu einer etwas besseren Skizze mit einem Referenzshooting, über einen Clean Line Art, dann am Ende zu einem finalen Painting, woher nehme ich die Referenzen. Ich arbeite jetzt neuerdings auch ein kleines bisschen mit 3D, das wird so ein bisschen was Neues zu, im Vergleich zu vor 2 Jahren. Sehr schön. Und genau, einfach nur mal so als Einblick in meine Arbeit. Dann habe ich überlegt, dass ich so ein bisschen in die Trickkiste greife und die Grundlagenkiste nochmal. Irgendwas Substanzielles muss ich heute noch erzählen, kann mich ja nicht nur an meinen Bildern langhangeln. Doch, klar, kannst du. Delana sagt noch, die Lichtstimmungen sind so toll. Ja, Licht ist und, so ein bisschen mein Steckenpferd. Das mache ich sehr gerne. Hast du wirklich drauf. Also da ist richtig viel Atmosphäre in deinen Bildern. Ruth kam gerade in den Chat und meinte, oh, wie schön, Luisa Preisler ist da, super. Guten Morgen, alle. Guten Morgen. Genau, und dann wollte ich euch so ein bisschen die Block-In-Methode zeigen. Da geht es jetzt so ein bisschen darum, wenn wir dann eine gute Referenz haben, sei es von einem 3D-Model oder von einem Fotoshooting, was wir gemacht haben, mit uns selber, mit Freunden oder mit professionellen Models, wie kriegen wir das jetzt möglichst akkurat auf unser Bild, dass nicht irgendwie das eine Auge hier oben sitzt und das andere hier unten. Und da gibt es halt, kurzer Teaser, eine Methode, die nennt sich Block-In-Method von Charles Borg. Ich glaube, er ist Franzose. Franzose, Zeichner aus dem, glaube, 19. Jahrhundert, ganz schlecht mit Zahlen. Und dann reden wir noch so ein bisschen, wie wir gut sehen und vielleicht auch abmessen können, damit alles im richtigen Platz landet. Und dann geht es auch noch so ein bisschen darum, die einzelnen Merkmale wie Auge, Nase, Mund, wie können wir die möglichst dreidimensional darstellen, ein paar kleine Tipps einfach so mit reingeworfen. Und am Ende mache ich euch noch eine kleine Demo, wo ich das versuche, möglichst gut anzuwenden live. Und vielleicht, wenn wir noch Zeit haben, schmeißen wir ein bisschen Farbe drüber. Und, das sind doch hervorragende Aussichten. Das wäre das Programm für heute. Fantastisch. Ist genau mein Ding. Ich habe hier schon meinen kleinen Notizblock liegen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ihr dürft natürlich, euch Notiz machen oder auch, wenn ich gleich die Demo mache, seid ihr herzlich dazu eingeladen, mitzumachen. Könnt euch auch irgendein anderes Bild als Referenzbild nehmen, aber da kommen wir dann auch gleich zu. Also gerne mitmachen. Je mehr Übung, desto besser. Ja, das stimmt. Genau, ich habe mal 3 Bilder rausgesucht. Und die ersten beiden, das ist dieses hier. Und das zweite ist dieses hier. Die sind aus derselben Buchreihe von Angelique Anderson. Die ist auch noch gar nicht erschienen. Das heißt,
Das ist ein Auftrag, wo, das ist super selten. Normalerweise werde ich halt für einzelne Buchcover gebucht. Da kommt entweder ein Self-Publisher oder ein Verlag auf mich zu und sagt, hier, ich brauche in 2, 3 Monaten mein Cover, und das ist dann ein Einzelcover. Aber bei der Angelique war es so, dass sie gesagt hat, ich habe eigentlich schon das meiste im Kopf und die ersten 2 Bücher sind auch schon geschrieben, es sollen 10 Bücher werden, kannst du alle machen. Und ich so, natürlich, ja, wann denn? Oh Gott, so ein Riesenauftrag. Aber da hat es sich dann natürlich, wie ich eben schon erwähnt habe, angeboten, ein Model zu buchen und zu sagen, okay, ich mache mir das Leben ein bisschen einfacher, ich muss nicht bei jedem Cover neu hinfriemeln, dass es genau die Likeness hat. Und da hatte ich dann eine Skizze gemacht, die sieht dann bei mir so aus. Und das ist schon, wir müssen uns da nichts vormachen, eine sehr ausformulierte Skizze. Ja. Also es gibt halt viele Künstler, die arbeiten nur mit Linien, nur in Schwarz-Weiß. Ich bin halt leider überhaupt gar kein Linienmensch. Also ich bin heute das Gegenteil von Klaus. Der ist ja gerne mit Linien dabei, ist der Linienkünstler. Ich denke halt in Volumina und in Farben und in Flächen. Und eigentlich schmeiße ich da das Lineart so alibimäßig noch am Ende drüber, damit es wieder aussieht wie eine Skizze. Und ich arbeite halt schon in dem Stadium, weil es halt realistisch werden muss, weil ich mir quasi schon am Anfang überlegen muss, funktioniert denn das auch am Ende, arbeite ich schon mit verschiedenen Fotos, die ich dann entweder selber schon mal von mir schieße, von einer Freundin schieße, die gerade zufällig da ist. Das muss auch vom Gesicht oder von der Hautfarbe, von nichts muss es irgendwie passen. Nur Hauptsache, es ist da erstmal eine grobe Pose, so zum Ausprobieren. Und suche mir dann auch Fotos aus dem Internet, meinetwegen die Haare, und klatsche das alles zusammen und versuche aber natürlich trotzdem die Kompositionsregeln und Anatomieregeln und Körperachsenregeln, alles irgendwie mit einzubringen und dann aber auch gleich schon die Atmosphäre und die Farben festzulegen, damit ich einfach weiß, sozusagen als Proof of Concept, das funktioniert auch. Und ich gebe da jetzt nicht eine Skizze ab, wo ich hinterher am Schwimmen bin und ich weiß, scheiße, wie regel ich das jetzt? Das habe ich nämlich am Anfang meiner Karriere gemacht und nichts besser gewusst. Halt eine Line-Art-Skizze abgegeben und dann, ja scheiße, wie mache ich das denn jetzt mit den Farben? Und woher kommt eigentlich das Licht? Wichtige Frage, woher kommt das Licht? Ja. Deswegen kläre ich das jetzt immer schon gerne vorher. Und hast du aus deinem eigenen Schmerz gelernt quasi? Ja, es war sehr schmerzhaft. Man lernt nur aus seinem eigenen Schmerz. Es wird sehr teuer auch, gerade wenn man das so professionell macht wie du. Ja, genau. Ist das nicht nur Schmerz, es ist auch Geld. Und Zeit. Und Zeit ist ja Geld. Genau. Und Nerven und schlaflose Nächte und all das. All die nicht so schönen Dinge. Genau, und das hat aber auch den weiteren Vorteil, dass die Kunden damit natürlich sehr, sehr genau wissen, was sie bekommen. Ja, da ist jetzt natürlich immer noch ein kleiner Interpretationsspielraum und hier und da kann ich mir auch noch eine kleine Freiheit nehmen. Aber an der Stelle können die Kunden halt einfach sagen, ja doch, das passt mir von der Lichtstimmung oder das passt nicht oder so habe ich es mir nicht vorgestellt, mach mal das Gesicht anders, mach mal dies und das und jenes anders und dann kann ich da reingehen und dann wissen wir beide, worauf wir uns einlassen. Und dann kann es eigentlich relativ fix abgearbeitet werden. In dem Fall war es jetzt so, dass die Autorin gerne wollte, dass der Hintergrund nicht weiß ist, sondern schwarz. Das heißt, ich musste es quasi invertieren. Das war aber eigentlich dann auch kein Problem. So einfach nur die Zahlen dann halt in weiß machen und an den Licht- und Schattensituationen ein bisschen was ändern, an den Values, also Tonwerten ein bisschen schrauben. Und dann, nachdem ich halt meine ersten Shootings mit meinen Freunden gemacht habe, bin ich auf eine Modelagentur gegangen und habe mir ein professionelles Model gesucht. Habe sie hier in mein Wohnzimmer eingeladen. Das ist mir immer das ist ja schon faszinierend. Hast du tatsächlich ein Model gefunden, was schon so aussah wie deine Skizze? Ja, also ich habe natürlich jemanden gesucht, der diesen gewissen Look hat, die auch halt auf den Fotos an ihrer Modelmappe schon so ein bisschen, also soll jetzt nicht beleidigen klingen, aber schon so ein bisschen cool, arrogant rüberkommen kann, weil das war genau die Attitude, die ich halt gesucht habe für die Cover. Das ist halt eine rotzige Hexe, die ich da zeichne, die lila gefärbte Haare, runtergekommene Klamotten, hat ein Alkohol- und Drogenproblem und ja, jagt halt die Monster. Kennt man ja. Da brauche ich halt jemanden, der so ein bisschen dieses Rotzige auch rüberbringen kann. Und da hatte ich sie gefunden und war sehr happy mit ihr. Und habe sie hier, wie gesagt, bei mir ins Wohnzimmer eingeladen. Das war mir dann erst ein bisschen unangenehm, weil ich denke immer, oh, die Models, toll, die werden bestimmt nur in Fotostudios eingeladen. Aber es war halt überhaupt kein Problem. Also hier die Tür, die ihr da seht, das ist die Tür, die hinter mir ist. Nur auf der anderen Seite habe ich irgendwie meine 2 billigen Softboxen aufgebaut mit meiner, ich glaube, 300-Euro-Kamera, die ich vor 8 Jahren gekauft habe. Ich sage auch gleich dazu, ich bin nicht der beste Fotograf. Die Hälfte meiner Bilder wird irgendwie leicht unscharf und ist auch meistens ein bisschen rauschig. Aber das ist
tatsächlich, da ich ja keine Fotos veröffentlichen möchte, völlig egal. Das Wichtige ist, dass... Dass die Lichtstimmung funktioniert, dass die Pose funktioniert. Genau, dass ich die wichtigen Sachen erkennen kann. Und gerade beim Painten, wenn man realistisch paintet, kommt es ja auch nicht darauf an, dass ich hier wirklich in der Hand zum Beispiel wirklich jedes Detail erkennen kann. Da ist ja auch so, dass die Values, also Tonwerte gecrunched werden. Das heißt, wo ich absichtlich sage, hier, das will ich gar nicht, dass man das so genau erkennen kann. Es soll ineinander verschwimmen, in den Schatten verschwimmen, damit es visuell interessanter wird. Und genau, deswegen ist die Qualität der Fotos jetzt erstmal zweitrangig. Wenn ihr zu Hause selber sagt, irgendwie, ich will das auch mal ausprobieren, dann guckt, was ihr an Licht da habt, nehmt eure Handykamera, guckt, dass das von dem Objektiv nicht zu verzerrt ist. Dann reicht das völlig für den Anfang. So, klar, hast du die Props vorbereitet oder hat sie die mitgebracht? Tatsächlich das meiste vorbereitet. Also wenn man auf meine Amazon-Shopping-List guckt und irgendwie ich dann anfange, steuerlich abzusetzen, irgendwelche Handschellen, das glaubt mir dann immer niemand, aber ich habe die wirklich gebraucht für das Foto. Ja. Und sie hatte ihre eigenen Klamotten mitgebracht, in meine hätte sie auch nicht gepasst. So hatte ihre eigene Jeans und ich habe sie halt gebeten, bring doch irgendwie ein paar schwarze Tops, einfach generell ein paar Tops mit. Ich habe ihr dann noch so ein Lippenpiercing, so eins zum Reinstecken, habe ich ihr dann noch gekauft. Und genau hier, das soll ja die Zigarette sein, da haben wir einfach so eine Post-it-Note gerollt, sodass sie da irgendwas hat. Ja. Und ja, wie man hier schön sieht, dieses Polizeizeichen, wenn man da festgenommen wird, das war einfach nur so ein bisschen Amazon-Verpackungspappe. Da war die Handschelle drin. Das kann gut sein. Oder andere Props. genau, und haben wir halt Fotos gemacht. Und wichtig dabei zu wissen ist auch, dass jetzt nicht auf einem Foto alles genau perfekt sein muss. Ich mache halt oft Fotos, wo man erstmal den gesamten Körper sieht und habe sie dann jetzt zum Beispiel auch gebeten, okay, hier ist mir die Körperachse zu gerade, geh doch ein bisschen so in diesen Contrapposto, mach die Hüfte so ein bisschen mehr raus, dass so eine schöne S-Kurve drin entsteht und dann mach verschiedene Gesichtsausdrücke in anderer Winkel leicht. Und am Ende nehme ich jetzt auch nicht genau ein Foto, sondern guck halt, was gefällt mir in welchem Foto. Hier zum Beispiel, bei dem habe ich diese Hand genommen und fand auch hier diese Hüftstellung sehr gut. Aber natürlich, hier hat sie die Augen zu. Ne? Das ist ja auch gar nicht schlimm. Dann nimmt man halt hiervon das Gesicht und Photoshop das da drauf und guckt, ob es immer noch gut aussieht. Ja. Und geht dann über und macht ein Line Art Overpaint. Also in dem Fall... Was ich euch gleich sage mit der Block-In-Method, man kann das natürlich auch alles sehr zeitraubend, aber natürlich auch sehr effektiv und sehr trainierend, vor allem auch wenn man vom echten Leben abzeichnet und nicht irgendwie einfach ein Foto neben sich hat, kann man das natürlich auch einfach per Hand machen und versuchen, alles genau zu treffen. Das machen wir auch gleich noch. Wenn man allerdings im Arbeitsalltag ist, ist Tracen, das sage ich ganz ehrlich, oft die einfachste Variante. Weil man hat echt noch genug damit zu tun, das alles zu painten, Licht und Schatten anzupassen, die Values zu machen, die Lichtstimmung zu machen, die ganzen Details, die Particles, alles, die Struktur, alles gut hinzubekommen. Und da spare ich mir dann meistens so 2-3 Stunden mit. Und das glaube ich. Bin da auch sehr selbstbewusst und gebe das offen zu. Das ist auch überhaupt gar keine Schande, da bin ich voll bei dir. Wenn man das mal übt und das zeigst du ja nachher noch, wie man das macht und welche Tools man da und Shortcuts man sich da merken kann, das dauert und das muss man auch immer wieder, man geht mehrmals drüber, muss dann korrigieren und das kann man machen, um das zu trainieren, aber das ist im Arbeitsalltag garantiert nicht der richtige Zeitpunkt, vor allem, wenn man nach der Stunde bezahlt wird. Ja, allerdings muss man auch ein bisschen darauf achten, wenn man jetzt nur Fotos durchpauscht, wie gesagt, Objektivverzerrung, wenn du dann irgendwie so eine riesige Hand da hast, die willst du nicht einfach durchpauschen. Richtig. Und generell passiert es halt auch leider, dass oft so ein bisschen der Flow aus der Skizze verloren geht. Es kann halt oft sehr steif sein. Da muss man schauen irgendwie, wo habe ich was verloren? Wie kann ich vielleicht irgendwie diese Dynamik der Skizze zurückbringen? Und es ist halt so ein bisschen ein Gefrickel, muss man sich ein bisschen Zeit nehmen. Und wie war das jetzt? Hast du da eine extra Digitalkamera oder nimmst du dein Telefon? Achso, ich habe eine Canon, irgendeine billige Einsteiger-Canon, also Spiegelreflexkamera. Aber man kann da auch wirklich heutzutage die Handykameras sind so gut. Irgendwie letztens auch irgendwie eine Journalistin getroffen, die hatte zwar ihre Spiegelreflex noch dabei, aber die hat alle Fotos mit dem Handy gemacht. Und ich so, oh, okay, so, ja, die Handys sind so gut geworden, man braucht es eigentlich gar nicht mehr. Und ich so, ja, ich glaube, du hast recht. Ja, genau. Und dann, das hatte ich auch schon im letzten Adobe Live gezeigt, das könnt ihr euch auch gerne nochmal anschauen, mache ich quasi so ein bisschen Color Flats darunter, um die Ebenen voneinander zu separieren.
Locke da die Transparency, Englisch. Ja. Die Transparenz und, sperren. Ja, ich sperre die Transparenz, korrekt. Und genau, dann kann ich quasi innerhalb dieser Fläche bleiben und male nicht auf den Hintergrund. Und manchmal werde ich dann ein bisschen kleinteiliger noch und stelle dann auch quasi die Haare frei und das Schild und die Haut und die Jeans und die Klamotten, dass ich einfach relativ fix das da reinpainten kann. Aber ich verlasse diesen Schritt auch relativ schnell wieder. Also es ist dann vielleicht eine halbe Stunde, wo ich dann das auswähle und die groben Verläufe reinknalle. Und dann muss ich aber auch schon schauen, dass ich hier, dass es nicht so clean wird, dass ich quasi gucke, dass ich hier die Kanten, dass die nicht so hart bleiben, dass es irgendwie ineinander kommt, ineinander spielt. Deswegen fange ich dann auch relativ fix an, das zu überarbeiten. Wow. Und ja, da die Haut zu malen und schon mal grob die Jeans. Und das ist schon tatsächlich relativ weit. Hier die Haare sind nicht ganz weit. Aber man arbeitet sich dann einfach davor. Und das ist ab da eigentlich super entspannt für mich. Ich gucke dann nebenbei auch immer Serien. Ist dann einfach nur so, ja, ich mache jetzt das quasi das Foto ab. Das stimmt natürlich nicht, weil die Values, die Tonwerte müssen angepasst werden. Muss gucken, will ich die Farbe immer mal wieder auch die Sättigung korrigieren. Aber das ist der Part, der mir am allermeisten Spaß macht. So, das könnte ich Tag ein, Tag aus machen. Alles davor ist sehr anstrengend. Dass das ist man der wirklich, Sweet Spot. Ja, genau, das ist der absolute Sweet Spot, dass man ja einfach das Runterpainten, das realistisch machen, das zusammenkommt. So, das ist irgendwie, weiß ich nicht. Das ist, und, wenn ich ein Special Talent habe, dann ist das mein Special Talent. Thomas hat gerade festgestellt im Chat, dass du genauso arbeitest wie er, nur seine Models sind alte Dampfloks und alte Fotos, die er so komponiert, wie ihm das passt. Sehr schön, das freut mich. Und da ist noch eine Frage aus dem Chat. Stefan, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Er möchte wissen, ob man während der Übertragung auch Fragen stellen darf. Ja, bitte, das ist natürlich sehr, sehr gewünscht. Ihr dürft jederzeit Fragen stellen, die werde ich dann an die Luisa weiterleiten. Und Andrea sagt, ich mache das auch so, wenn ich Posen brauche, die man nicht so einfach drauf hat. Im Alltag kann man sich da nichts erkünsteln, ja. Ja, genau. Immer also ordentlich Referenzfotos schießen. Du kommst halt einfach an den Grad von Realismus auch nicht ohne Referenzfotos. Also du bist irgendwie ein Mega-Genie, einer in eine Million. Aber das ich glaube, sowas gibt es gar nicht. Das ist ein Mythos. Also ich glaube schon, bis zu einem gewissen Grad kann man sich das antrainieren, dass man sehr viel aus dem Kopf malen und zeichnen kann. Ich glaube, so ein bisschen siehst du es immer. Und ich bewundere diese Leute sehr, aber ich kann es einfach nicht. Muss doch nicht. Ich will es auch ehrlich gesagt sagen. Genau, und am Ende ist es dann ein Ausrendern, also ein Verfeinern, bis man bei diesem letzten Step ankommt. Ich setze dann immer gerne noch so ein paar einzelne Staubkörnchen, Particles ein, setze aber alles noch so eine leichte Grain-Textur und dann bin ich damit fertig und schicke es ab. Und schon flutscht das. Großartig. Ah, ja. Wenn man das nochmal mit dem ersten vergleicht, da ist tatsächlich der Hintergrund schwarz, die Linien sind weiß und die Komposition sieht... Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, was du dazwischen noch gemacht hast. Wahnsinn. Ja, also ich denke dann immer, wenn ich dann starte, irgendwie, das ist ja schon ganz gut, die Skizze. Und wenn ich mir die am Ende angucke, dachte ich so, ja, nee, da ging noch was. Da sind nochmal Welten dazwischen. Ja, wirklich großartig. Danke. Ja, und Ruth sagt auch noch, manche Perspektiven sind als Foto toll und gezeichnet muss man dann doch nochmal sein Anatomiewissen rausholen, weil es unschön aussieht. Ja. Ja. Oder andersrum, man zeichnet irgendwas und dann denkt so, oh Gott, ich habe einen gebrochenen Arm gezeichnet, wie konnte mir das passieren? Ich habe mal aus Versehen zwei Unterarme gemalt und habe es nicht gemerkt. Genau. Hier ist noch eine Frage. Linke Füße gemalt, ja? Ja, Steppia möchte wissen, wenn du an den Artworks arbeitest, machst du die Farbe von Grund auf und renderst alles heraus oder nutzt du gelegentlich auch Fotobashing, um den Prozess etwas zu beschleunigen? Auch Fotobashing, ja. Also gerne, vor allem in dieser ersten Phase, zum Beispiel hier, wo ich erstmal die Skizze zusammenbringe, da geht es mir gar nicht so darum, jetzt irgendwie technisch besonders zu brillieren, sondern einfach schnell das Konzept zusammenzubringen und dann droppe ich mir irgendeinen Fotohintergrund rein, irgendein Fotogesicht und im Painting-Prozess selber dann eher weniger. Wenn dann eher aus Zeitmangel oder weil es irgendwas sehr Komplexes ist, irgendwelche Lichteffekte, irgendwelche Muster oder so, wo ich weiß, irgendwie so, okay, da sitze ich jetzt vermutlich 6 Stunden dran und kriege es nicht so gut hin. Wenn ich selber als Foto gemacht habe, ist ja kein Problem, kann ich es einfach reinsetzen. Wenn ich es von irgendwo anders nehme, muss ich natürlich schauen, dass ich es so weit entfremde, dass man es am Ende halt nicht mehr nachverfolgen und nicht mehr sagen kann, boah, Copyright verletzt. Das geht dann natürlich nicht. Ne? Also immer schön aus verschiedenen Quellen und gucken, wie man es abstrahieren kann.
Aber ja, natürlich, auch Fotobashing gehört zu den professionellen Techniken heutzutage. Immer ordentlich die Fotos bashen. Genau, das können wir relativ fix durchgehen. Das ist im Prinzip derselbe Prozess. Haben wir hier nochmal die Figur, das ist die erste Skizze, die ich der Autorin geschickt habe. Dann haben wir nochmal dasselbe Modell. Man sieht hier, wie rauschig mein Foto ist. Das ist wirklich sehr rauschig. Aber sie ist wirklich cool. Sie hat ein tolles, interessantes Gesicht. Ja, die war richtig, richtig cool. Ich mag auch gerne solche Figuren und so eine Attitude irgendwie. Stehe ich irgendwie drauf. Und genau, hier derselbe Prozess. Habe mir wieder einen Line Art gemacht, habe die einzelnen Farbebenen drunter gelegt. Und man sieht ja auch, ich habe hier schon so angedeutet, wo ungefähr der Schatten hinkommen soll später. Habe diesen Pentagrammkreis drin gelassen aus der Skizze und habe dann angefangen, wirklich ganz grob, ich mache mal ein bisschen hin und her hier, so alles cool. So grob reinzuzeichnen. Und je größer euer Brush ist, desto besser, je weiter rausgezoomt ihr seid, desto besser verliert euch dann nicht in irgendwelchen Details in der Pupille oder so. Ne? Einfach von grob nach fein. Aber dazu kommen wir gleich nochmal beim Blocken. Oh, genau. Wow. Hier sieht man zum Beispiel, da habe ich so ein bisschen Fototextur als Hintergrund reingelegt und habe das dann aber am Ende komplett overgepainted. Mhm. Und auch hier habe ich mir diese Cracks von woanders geholt und habe, glaube die Ebene irgendwie auf Abdunkeln oder Multiplizieren oder sowas. Und dann waren halt nur noch die Cracks über und dann habe ich die versucht, halt möglichst gut wirklich in das Bild reinzuarbeiten. Ja. Und wie man sieht, ich konnte mich nicht entscheiden, ob der Drink gelb oder rot oder grün oder werden sollte. Am Ende war er grün, ne? Am Ende war er grün. Giftgrün. Genau. Ich glaube, da ist das Final. Ich glaube, das ist das Final. Ja, genau. Das ist halt die finale Illustration. Wow. Selbe Vorgehensweise wie bei dem anderen. Und ja, seitdem ich mit Modellen arbeite, ist das auch alles sehr, sehr viel einfacher, was ich mir früher abgebrochen habe mit den Gesichtern. Manchmal passiert es immer noch, bei dem Bild nicht. Aber wir gehen noch mal kurz auf das Mary Goodcrow Cover ein. Das ist eins von denen, die mir wirklich am besten gefallen. Von der Komposition und dem Storytelling in dem Bild, den Farben, einfach genial. Also das, wirklich. Das freut Wahnsinn. Mich sehr. Es ist halt deutlich mehr Storytelling, als ich sonst mache. Die Autorin, die Rachel Aaron, die hat halt immer richtig coole Cover-Ideen auch und hat halt auch immer, möchte viel drin haben. Und jetzt hier Tip to the Head, lieber Klaus, du bist gerade beim Zahnarzt, aber wir haben zusammen Skizzen gemacht. Also ich arbeite... Sehr coole Idee. Ja, ich arbeite halt super gerne mit Klaus, ihr wisst ja, wie er ist. Er ist ein super schneller Sketcher, er kann halt super schnell Ideen aufs Blatt bringen, viel schneller als ich es mit meinen Fotos von hier, Fotos von da, Foto von irgendwem irgendwie zusammenbringen, schneller als ich es jemals könnte. Das heißt, ich greife da super gerne auf ihn zurück und frage ihn, hey, kannst du mir mal kurz eine Skizze machen, bitte? Und dann haut er das in ein paar Minuten raus. Ich sitze da immer und bin total geflasht und bin sehr dankbar auch darum. Ja. Und es macht auch einfach Spaß, sag mal, kollaborativ was zu entwickeln. Ich suche dann, also ich habe zum Beispiel in dem Fall, habe ich jetzt das Buch auch gelesen, habe es vorab vor allen anderen lesen können, das war natürlich auch sehr cool. Und habe dann die Notizen gemacht, der Charakter sieht so aus, das soll darauf, auch da unten sind Cowboys, was können die tun? Und habe ihm das dann quasi so wie so ein Regisseur durchgegeben und habe ihn als mein Tool benutzt. Und genau, das sind die beiden Konzepte, die wir gemacht haben. Der Titel ist halt relativ lang. Am Ende ist es noch geändert zu The Last Stand of Mary Goodcrow, aber wir wussten, wir mussten hier oben ganz viel Platz lassen oder wir ziehen es irgendwie hier so rein, aber die Autorin hatte sich am Ende dagegen entschieden. Ja. Und hatte sich für das klassischere Cover entschieden, was ich auch nicht schlimm fand. Das wäre halt etwas dynamischer gewesen. Und die Idee von dem Cover ist halt, dass dieser Poncho von der Mary sich auftut und darin sehen wir halt eine Action-Szene, weil das ist ein Fantasy-Western, es soll auch viel Action drin sein. Das Buch ist jetzt, glaube ich, auch gerade erschienen oder kommt bald raus. Und genau, da wollte sie halt ein bisschen was Komplexeres. Die Frage ist jetzt natürlich, wie kommen wir von dieser Skizze zu einer guten Vorlage? Weil ich hatte jetzt, es war nur ein einzelnes Cover und ich hatte jetzt so auf die Schnelle auch niemanden in meinem Freundeskreis, der diese Physiognomie hat, zu dem das irgendwie von der Type her passen könnte. Und ich hatte jetzt letztens... Sie ist ja auf deinem finalen Bild, es sieht aus wie Native American. Native American, genau. Ja. Eine Mischung aus Native American und Black American. Und schwierig. Schwierig. Deswegen hatte ich halt überlegt, ich hatte jetzt in letzter Zeit ein bisschen mehr auch versucht, mich in 3D einzuarbeiten. Und jetzt wird es spannend.
immer mehr versucht, halt verschiedene Tools zur Hilfe zu nehmen. Und es arbeiten ja super viele mit 3D. Und ich stand da immer wieder Ochs vorm Berg vor. Und ich so, oh, ich muss so viel lernen. Ich habe jedes Jahr neu angefangen, Blender zu lernen. Und irgendwann ich auch. Werde ich so. Jedes Jahr von vorne dieselbe Lernkurve immer wieder. Ja, und immer endet es dann immer. aber ich klemme mich da in Zukunft weiter hinter, weil es ist wirklich ein richtig geiles Tool. Und jeder, der es nicht nutzt, ist quasi selbst schuld, weil es gibt einem so viel Informationen. Richtig. Ich hatte jetzt in dem Fall, was halt ein super einfaches Tool ist, ist halt Das 3D. Das ist auch soweit, die Grundversion ist auch umsonst, aber wenn man dann halt sich Modelle kauft, kostet es schon ein bisschen Geld. Und da kann man sich halt immer relativ günstig, aber trotzdem Modelle kaufen. Ich habe dann mal eins genommen, was ich schon hatte, nur als kleiner. Sag mal den Namen. Das 3D, DAZ3D. DAZ3D. Das ist quasi so ein bisschen wie mit Puppen spielen. Dann lädt man sich da so die Figuren rein, dann kann man diese posen und beleuchten und ankleiden. Und das war halt jetzt eine Figur, wo ich vielleicht dachte, ja, das könnte irgendwie passen, aber ganz ehrlich, vom Realismus, da geht noch mehr. Das war halt so, nee, das ist ganz nett, aber nee, das reicht mir nicht. Was mache ich jetzt? Dann habe ich weiter den Shop durchsucht und bin halt bei einer etwas hochwertigeren, aber auch teureren 3D-Figur gelandet. Das ist oh, wow. Und das ist eine der wenigen tatsächlich, ich habe noch nicht alle gekauft oder benutzt oder so, wo ich denke, damit kann ich jetzt so langsam was anfangen. Ja. Hat halt auch diese gewisse, du siehst die Skin Pores irgendwie, die Hautporen, es ist irgendwie Licht und Schatten, es ist da klar, irgendwie die Wimpern sind noch total aufgeklebt so. Ja, die sind sehr gut. Die Haare sind irgendwie noch sehr unrealistisch, also wo es halt echt nicht für reicht ist für Haare und für meistens auch nicht für Kleidung, aber das hat mich echt überzeugt. Ist sie jetzt schon genau so oder kannst du auch die Frisur ändern? Und die, ich kann auch die Frisuren kaufen, aber das ist halt nur dann in diesem Stecksystem, Baukastensystem quasi begrenzt. Und ja, ich dachte aber, das Gesicht ist cool, damit kann ich arbeiten. Aber woher kriege ich denn jetzt noch ein bisschen mehr Realismus? Mhm. Und ich brauchte halt noch den Hut, ich brauchte die Kleidung, ich brauchte die Handschuhe. Ich brauchte so viel ich irgendwie konnte und dann bin ich zu meiner Freundin und Muse Isa gefahren, die Isa Bobakabos. Eine sehr gute Illustratorin auch. Auf Twitter Isa Art and Illustration, müsst ihr euch ihre Sachen mal anschauen. Okay, vielleicht kann sie ja auch mal vorbeikommen. Vielleicht kann sie das mal machen, das wäre bestimmt sehr schön. Super kreativ auch und sie ist halt auch mein Go-To-Model. Wow. Und bin ich zu ihr nach Münster gefahren und habe mir einen Hut und Klamotten bestellt und so einen Regenponcho. Und das hatte sie hier noch zu Hause, so ein Hemd und einen Schal. Und dann haben wir halt Fotostudio aufgebaut, halt so unser Makeshift-Fotostudio und haben ein paar Fotos gemacht. Und das sieht immer nach mega viel Spaß aus, wenn ihr euch trefft, als ob ihr da wirklich eine Mods-Gaudi habt. Ja, das ist tatsächlich auch so. Du bist doch, warte mal, du bist doch in Bielefeld, oder? Ich bin in Bielefeld. Du bist nach Münster gefahren? Ja. Für ein Fotoshooting? Ja. Macht es da nicht Sinn, dass man gleich eine ganze Kostümkiste mitnimmt und noch ein paar hundert mehr Fotos macht für eventuell andere Use Cases? Im Prinzip finde ich deinen Gedanken richtig ökonomisch, aber so oft, so viel weiß ich dann meistens noch gar nicht, was ich jetzt nichts machen muss. Das ist das Blöde. So, ja. Ich warte darauf, dass sie herzieht. Ja, ja, bitte. Ich warte darauf, dass alle Leute herziehen, damit ich mich ihrer bedienen kann. Ins Bermuda-Dreieck von Bielefeld. So ist es. Bielefeld. Genau, das war, glaube ich, das Foto, was ich, glaube ich, am Ende auch genommen habe. Und man sieht hier einfach auch nochmal so, sag mal so die Reflexion, ich kann es mal größer ziehen, die Reflexion in den Augen, nochmal genau die Licht- und Schattenverteilung. Ist einfach gut, wenn man zwei realistische Referenzen hat und dann wählen und ineinander meshen kann und gucken kann, was gefällt mir nicht. Das ist dann quasi nochmal so ein nachgezogener Designprozess. Mhm. Und genau, das waren quasi die beiden Referenzen, die ich dann zusammengebaut habe. Man sieht es auch hier, das ist quasi, wo ich schon mal alle Referenzen eingesetzt habe. Wow. Das ist quasi das File, von dem ich dann arbeite und das ich als Vorlage habe. Und für die Cowboys-Version dachte ich ja irgendwie, wo heuere ich denn jetzt eine Kompanie Cowboys an irgendwie? Auch da war 3D sehr hilfreich und da habe ich dann mir so günstiger. Hier gucken auch noch die Haare durch den Hut, wen interessiert so. Ja, das sieht man dann nachher nicht mehr. Ihr könnt euch glücklich schätzen, dass ich euch jetzt nicht all die nackten Figuren zeige, wo ich immer nur die Hälfte angezogen habe, was echt ein bisschen immer sehr, sehr lustig aussieht. Genau, und die kann man dann halt auch beleuchten. Und es ist zwar, man sieht, dass es 3D ist, aber für diese kleinen Figuren finde ich das völlig ausreichend und es sind einfach super wertvolle Informationen, wo ich sonst nicht wüsste, wo ich die herkriegen sollte. Also ich weiß noch,
damals, als wir noch das Schwarze Auge Cover gemacht haben und ich noch kein 3D kannte, was ich mir da angezogen habe, irgendwie für eine griechische Hoplitin, eine Kämpferin, da irgendwie der Helm, da habe ich mir einen Fahrradhelm aufgesetzt und das Schwert war mein Nordic Walking Stock und das war einfach, ja, es war ein guter Anhaltspunkt. Aber in keinster Weise irgendwie das, was jetzt 3D kann. Das einfach, müssen wir einfach sagen. Ja. Genau. Und das ist Stefan schon war so nett und hat mal den Link in den Chat gepostet. daz3d.com ist der Link zu der Software. Da sind auch die Modelle erhältlich. Yes, yes. Genau. Und ja, zwischen den beiden Sachen sieht man halt nochmal die Value-Anpassung, die Lichtanpassung. Ich habe hier die Hand schon nochmal deutlich aufgehellt. Nochmal, da ist auch so ein Glow mit drin, als ob das ja, Licht, ich liebe unten Glow. So ein Reflected Light von unten und alles ja, nochmal die Edges und so. Das ist echt noch genug Arbeit. Leute, sucht euch so viele Hilfsmittel, wie ihr könnt, schamlos. Das ist wirklich, das ist ein richtig guter Tipp, ja. Genug Arbeit, das am Ende kohärent zusammenzubringen. Ja. Genau, jetzt habe ich doch ganz schön lange darüber geredet. Ja, sehr gut. Man denkt immer, oh Gott, wie soll ich die Zeit füllen? Aber ja, das ist jetzt zu meiner aktuellen Arbeitsweise. Das war schon mal ein super interessanter Einblick. Ja. Das und Ruth sagt, wunderbare sein. Auslastung von Photoshop, Bildkomposition und Malerei. Da kann ich dir nur zustimmen. Das ist auch mein Sweet Spot. Ja, genau. Ja, also, jetzt haben wir überlegt, wo kriegen wir die Referenzen her? Und wir haben ja eben schon drüber gesprochen, man kann auch tracen, man kann es aber auch lassen. Man kann auch, und es bezieht sich ja tatsächlich nicht nur auf Linien, selbst wenn ich die Linien getraced habe, sind ja trotzdem die einzelnen Schattenflächen, die da drin sind, haben ja trotzdem eine gewisse Form, die ich beibehalten muss. Das heißt, auch da wird dieses Abmessen, das genaue Hingucken auch wieder relevant. Und sowieso, wie gesagt, wenn ihr irgendwie gerne irgendwie mal irgendwie zum Aktzeichnen, zum Figure-Drawing geht oder einfach nur die Leute um euch rumzeichnet, da kannst du halt nicht tracen. Ne? Da ist halt schon gut, wenn du dir irgendwie... Da muss man mit dem Auge messen. Genau, wenn du dir so und die sehen Basics lernen. Sehen lernen, genau. Die Sehschule bei Luise und bei Charles Borg. Was ich eigentlich so für mich als Methode am besten finde, deswegen stelle ich die euch auch heute vor, ist die Block-In-Method. Und sag mal so, die steht so komplett unter dem Stern von grob nach fein. Und das würde ich euch für alles raten, sei es jetzt fürs Line Art, sei es fürs Painting. Ich hatte es eben schon angesprochen. Je gröber wir quasi den Rahmen korrekt festlegen können, desto weniger gibt es im kleinen Raum für Fehler. Mhm. Also es gibt ja auch viele Leute, und das bewundere ich immer sehr, die dann irgendwie, keine Ahnung, hier beim linken Auge anfangen, das fotorealistisch ausrendern, dann zur Nase übergehen. Bei mir wäre das so krumm und schief. Ja. Das kann das ich halt. Das ist bei mir eher Zufall, wenn es hinterher passen würde. Das ist nicht so. Ja, das ist Glück. Genau, darauf wollte ich hinaus. Das ist Glück. Und wir wollen einfach den Glückfaktor, der ist zwar nice, aber wir wollen ihn ein bisschen eliminieren. Ja, genau. Dass wir halt irgendwie so eine Foundation haben, irgendwie, auf der wir aufbauen können, auf die wir uns ein bisschen verlassen können. Und was wir hier ganz gut sehen, ist, dass er quasi auch sehr eckig arbeitet und versucht, diese Form jetzt nicht im Detail hier rauszuarbeiten, sondern einfach sagt ganz grob, wenn ich mich jetzt festlegen müsste und ich muss mich jetzt festlegen, wo gehe ich hier lang? Und das geht dann natürlich in verschiedenen Ebenen. Das wäre jetzt so der erste Schritt des Blockins. Man kann da natürlich noch reinzoomen, man kann die Details reinbringen. Aber ich finde das eine sehr, sehr gute Methode. Hier nochmal ein zweites Beispiel, auch noch ein Profil. Wir haben gleich auch in unserer Demo ein Profil, deswegen ist das vielleicht auch nochmal ganz interessant. Und wonach geht er vor? Also er sucht sich auch schon mit Linien quasi Referenzpunkte, um zu vergleichen, so, oh, die Nase ist auf der Höhe des Ohres. Und wenn wir unsere Proportionslehre gut gelernt haben, dann wissen wir, dass das oft der Fall ist, außer der Kopf biegt sich nach oben oder nach unten, dann verschiebt sich in Relation die Position des Ohrs natürlich. Aber wenn wir frontal schauen, ist meistens, dass die Ohren abschließen mit Nasenrücken und Augenbraue. Nasenrücken sage ich schon, Nasenspitze und Augenbraue. Und man sieht auch hier, wer quasi versucht, hier abzuschätzen, okay, wenn wir hier eine Linie durchziehen, die in einem bestimmten Winkel ist. Also es geht immer ganz viel darum, Winkel zu schätzen. Weil hier passiert so viel, wie geht's, ne? Raus und raus und rein und raus und richtig raus, aber es sind ja so viele kleine. Wo ist die große Richtung, ja. Genau, wo ist das große Ganze dahinter? Und das versuchen wir jetzt auch mal nochmal in ein paar Beispielen zu verdeutlichen. Ich habe mal diese schönen Porträtstarter mitgebracht, die sind von einem, oh, mein Photoshop
Reference Pack, ein Referenzpaket von der Jen Ravenna Tran. Ich habe es richtig ausgesprochen. Aber die darf man verwenden für so einen Unsinn, den wir hier machen. Oh, ich muss mal gerade noch meinen. Ich habe hier so ein Gamepad, mit dem ich immer zeichne. Nice. Aber das ist so kurz vorm Krepieren auf meinem iMac. Deswegen, das muss ich ab und zu immer aufwecken. Und die Software starten und sagen so, hey, bist du noch wach? Okay, ich bin noch wach. Okay, er ist noch wach. Oh, cool. Kann ich es wieder benutzen. Sieht sehr ergonomisch aus. Ist es auch. Also ich bin, das lässt es sich nicht minimieren. Egal, kommt es zur Seite. Ich bin super fix damit. Man kann halt super seine Tasten belegen, reinzoomen, rauszoomen, Brush größer, Brush kleiner, Ebene duplizieren. Wow. Neue Ebene, so, also ja. Ich kann gar nicht mehr ohne. Ich weiß nicht, was ich mit meiner Hand tun soll. Du bist ein Cyborg, Luisa. Ich würde es mir implantieren lassen. Hier war noch eine Frage im Chat. Doris wollte wissen, gibt es eigentlich von Adobe auch eine Seite mit 3D-Models, zum Beispiel mit Bewegungen, die man gratis runterladen kann? Und das ist vielleicht auch für dich interessant, Luisa. Tim sagt, mixamo.com. Mixamo? M-I-X-A-M-O.com. Kannte ich auch noch nicht. Ah, ich auch nicht. Das muss ich mir dringend angucken. Ich bin gerade sehr heiß auf alles, was 3D ist. Ja, genau. Wir haben jetzt zum Beispiel meinetwegen diese Büste vor uns. Und wenn ich mir sowas anschaue, wenn ich jetzt davor säße und das abmalen müsste, würde halt überlegen, was finde ich denn hier für Relationen zueinander? Was finde ich für mich, vielleicht für Linien, für Parallelen, die es mir einfacher machen könnten, diesen Kopf, diesen sehr komplexen, amorphen Kopf abzuzeichnen. Ja. Wie kann ich es runterbrechen? Und ich sehe halt gewisse Relationen zueinander. Zum Beispiel kann man sagen, ja, okay, wir haben hier eine Linie, die irgendwie durch den Pony geht. Mhm. Und ganz grob sehe ich diese Linie aber auch durch die Augenbrauen. Die ist fast parallel. Die ist parallel, ja. Und ich sehe sie auch, durch die Augen. Und ich sehe sie theoretisch auch hier, diese Nasenspitze entlang. Und sie geht auch durch den Mund. Wer hätte es gedacht? Wo sehe ich sie noch? Hier vielleicht am Hals, an diesem Stück. Und je mehr ich davon finde, desto einfacher kann ich es mir natürlich machen. Man kann das ganze Spielchen auch in die Vertikale spielen und sagen, was sehen wir denn hier? Oh, relativ gerade Linie. Können diese ganzen In-and-Out können wir vereinfachen. Huch, hier ist sie nochmal. Wer hätte es gedacht? Die werden zusammengefasst, ja. Man kann auch grob, können wir auch sagen, ja, im Prinzip ist sie auch hier. Also wir sehen sie ja zum Beispiel auch hier, wenn wir die Proportionen noch mal im Blick haben, ist ja oft der Innenpunkt des Auges auf der Höhe von der Außenseite des Nasenflügels. Da können wir sie auch hier durchziehen am Nasenflügel entlang zum Mundwinkel. Oder zum Mundwinkel, ja. Und das liegt natürlich daran, dass wir perspektivisch gesehen den Kopf auch in den Kasten packen können. Sagen können, okay, das hier ist quasi eine Plane, das ist eine Plane, das ist eine Plane oben, unten. Deswegen finden wir da so viele Parallelen. Ist halt eine gute Methode, um so ein bisschen schon mal einzuschätzen, wie schief bin ich gerade unterwegs. Ja. Und im Idealfall am Ende kommen wir halt bei irgendwas raus, wo wir sagen, dann ist jetzt wirklich ganz extrem vereinfachen, sagen wir halt zack, 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 zack. Kassen wir machen das. Genau, wir machen den Topfschnitt. Und auch, man muss halt, es ist schwierig, Rundungen abzuschätzen. Ne? Das ist nicht so einfach. Manchmal ist es einfacher, das halt in kleine Linien aufzubrechen, die man dann vom Winkel her besser messen kann. Wie so Landmarks. Ja, eigentlich ist es quasi so ein bisschen, also jeder, der ein Geodreieck besitzt, sollte das mit ein bisschen Übung hinkriegen können. Das ist jetzt wirklich kein Rocket Science. Und Doris hat vorher noch gesagt, an Illustrationen von Menschen habe ich mich noch nicht rangewagt. Das ist jetzt genau der Punkt für dich, wo es interessant wird. Ja, auf jeden Fall. Und tatsächlich ist es ja auch nur eine weitere amorphe Form. Und was ich halt auch früher mal in einem Zeichenbuch gelesen hatte, das fand ich super spannend, was es für mich tatsächlich noch einfacher macht. Bearbeiten. Haben wir es denn transformieren? Vertikal spiegeln. Ups, nein, ich wollte die ganze Ebene Bild bearbeiten, transformieren. Boah, ist alles so groß. Tim hat mir das so groß gestellt. Es ist nicht an gewohnten Orten. Ah, ja. Na, da, Bild. Bilddrehung, vertikal spiegeln. Wir können das auch ganz auf Kopf drehen, um halt diese Assoziation zu verlieren zwischen, das ist ein Auge, das ist ein Mund. Und man hat ja auch abgespeichert, ungefähr so sieht ein Auge aus, ungefähr so sieht ein Mund aus, aber wir können es halt einfach
dann auch versuchen, abstrakter zu sehen. Und das hilft dem Gehirn so ein bisschen zu disconnecten. Das Symbol ab auszublenden und zu sehen, was tatsächlich da ist. Genau. Also es funktioniert im echten Leben halt eher nicht so. Du kannst jetzt nicht dem Model sagen, jetzt mach mal Kopfstand. Aber mit so Fotos funktioniert es halt sehr gut, da ein bisschen sich loszulösen und einfach die Akkuratheit zu üben. Genau. Und letzter Tipp dazu, was mir auch super hilft, ist so ein bisschen, vorletzter Tipp. Hier ist noch ein Tipp. Da fand ich den ganz gut, um das mal an Beispiel zu bringen. Man kann natürlich sagen, okay, ich gehe hier irgendwie die Außenlinien irgendwie ab und hoffe, dass ich die Winkel ganz gut hinbekomme. Aber was auch sehr gut funktioniert, ist, wenn wir quasi auch da noch mal umdenken, ein bisschen abstrakter denken und sagen, was ist, wenn ich nicht die Figur an sich sehe, sondern den Negative Space, also das, was drumherum ist. Wenn wir zum Beispiel sagen, okay, ich finde das ganz schön schwierig, hier diesen ganzen Kladderadatsch, ich weiß nicht so richtig, was ich damit machen soll, oder auch hier mit unter dem Kinn, hier geht es dann rein und wieder raus und wieder rein. Was wäre, wenn ich mir einfach eine gerade Linie hier abtrenne und mir einfach nur diesen Bereich anschaue? Und das sieht irgendwie aus wie eine Welle, finde ich. Ja. Ein bisschen. Ups, abgerutscht. Ich male hier auf so einem alten Grafiktablett. Das ist kein Cintiq. Manchmal rutsche ich ab. Einfach nur der Bereich. Den kann ich doch super leicht reproduzieren. Das ist doch einfach nur ein Strich nach unten. Dann geht es hier so ein bisschen rein. Dann habe ich hier meine Welle. Dann gehe ich ein bisschen zurück und dann ein bisschen so. Zack, da habe ich es. Und dann muss ich gar nicht... Ja, schon, da muss ich gar nicht über Kinn nachdenken, sondern ich denke halt, oh, diese Form, ich kann sie abmalen. Das kriege ich gerade so hin. Und das kann man halt auch irgendwie hier zum Beispiel sagen, okay, wie sieht denn dieses Dreieck hier aus unter der Nase? Das ist so ein Dreieck. Okay, das kann ich abmalen. Das kriege ich hin. So, das ist doch gar nicht so schwer. Und je mehr man sich nicht davon ablenken lässt, dass es sich hier eigentlich gerade um den Menschen handelt, sondern je mehr man das ein bisschen abschaltet und sagt, ja, so, okay, ich sehe eigentlich nur Formen. Auch irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr schon mal beim Aktzeichnen wart, meine Familie und Freunde sind manchmal so empört, wie nackte Menschen. Ich sehe halt nur Formen in dem Moment. Irgendwie, also man ist da völlig raus, man sieht einfach nur versucht, Licht, Schatten, Tonwerte, die Akkuratheit runterzubrechen. Und da kommen all diese Techniken halt bei mir ständig zum Einsatz. Genau, und die letzte Technik, die ich gerne nutze, ist halt Squinting, also die Augen so ein bisschen zusammenzukneifen. Kriegt man diese schönen Lachfalten von mir. Sitzt man da so. Aber das ist natürlich einfacher, wenn du einen Filter drüber haust, musst du es nicht mehr machen. Genau, ich habe es jetzt, weil ich euch nicht zeigen kann, wie es bei mir im Kopf aussieht, habe ich da einen Filter drüber gehauen. Und da können wir dann halt auch zwischen Licht und Schatten sehr einfach unterscheiden und sehen das dann. Sehen halt diese Form und können die halt viel leichter applizieren auf unsere eigene Skizze, anstatt das ist einfach. Das ist eine super Übung da. Da kannst du nämlich auch nicht mehr sehen, das ist ein Auge und das ist ein Augenlid, sondern nee, ansonsten immer noch die groben Formen. Genau, irgendwie hier müsste ja eigentlich irgendwie so das Auge sein und hier ist das andere Auge und hier ist, ne, und hier geht die Nase lang. Wen interessiert's? Wir wollen akkurat abzeichnen. Und jeder, der das sieht, weiß, dass das ein Typ ist. Genau. Ja. Hopefully. Ja. So, das wären quasi so die Techniken, die wir gleich auch nochmal uns an einem Beispiel anschauen. Aber ich wollte... Da gibt es übrigens auch ein Textbuch von der Charles-Bark-Methode und das ist schon so alt, dass man das kostenlos sich runterladen kann aus einem Archiv, einer Büchereiarchiv, und ich habe hier auch mal den Link für euch, falls ihr euch das angucken wollt. Vielleicht kann Tim den nochmal klickbar machen. Ja, das ist sehr nice. Genau. Und noch ein paar, ich wollte noch mal ganz kurz auf ein paar, so ein bisschen in die Trickkiste greifen und noch so ein paar Tipps mit an die Hand geben, wenn man jetzt noch nicht so oft vielleicht, wie auch im Chat angemeldet, Porträts gemalt hat, einfach noch ein bisschen auf die einzelnen Gesichtsmerkmale eingehen, was man da vielleicht noch beachten könnte, was ich auch oft sehe, was falsch gemacht wird oder was ist falsch, noch nicht so gut gemacht. Wollen wir mal diplomatisch bleiben? Ohne zu judgen. I don't judge. Es ist halt, jeder fängt klein an und das ist ja auch völlig in Ordnung. Starten wir mal kurz, vielleicht noch ein paar kleine Tipps zu den Augen. Man hat ja oft so, wenn man, sagen wir so ein Auge irgendwie, ich nehme mal eine andere Farbe hier, also überlegt, wie sieht denn so ein Auge aus, hat man ja schnell so ein, ja, so ein Symbol quasi im Kopf. Irgendwie so, das ägyptische Auge an der Wand. Ja, das so in meinem Kopf, wenn ich jetzt nicht malen und zeichnen trainiert hätte, würde ein Auge vermutlich so aussehen, ist so halt auch völlig symmetrisch. Und als Symbol funktioniert es, aber wie ein Auge eigentlich wirklich, wenn wir es ein bisschen vereinfachen würden,
wäre es halt von der Form tatsächlich eher so. Wir haben halt oben 1, 2, 3, könnten wir es vereinfachen nach der Charles-Barg-Methode in quasi drei Planes oder drei, ja, Angles, Winkel. Und den unteren Part würde ich in zwei vereinfachen. Klar, können dann hier aller möglicher Kladderadatsch noch rein. Und dann bezeichnen wir die Iris und die Pupille. Kurz überlegen. Das ist allerdings nicht all das, was ein Auge ausmacht. Oft, gerade wenn es um Formen und Tonwerte geht, ist viel spannender, was drumherum passiert, um die Form noch stärker rauszubringen. Wir haben nämlich auch noch ein Oberlid. Und auch ganz wichtig, ein Unterlid, das ist mal mehr, mal weniger prominent. Und natürlich noch eine Augenbraue, ist klar. Ja. Und hier ist auch ganz wichtig, wenn wir uns das mal hier genau angucken, deswegen habe ich auch, das ist leicht übertrieben, aber ich habe dafür gerne diese Statue genommen. Das Unterlid und das Oberlid, die haben halt auch eine Dicke. Das ist nicht nur wie Papier, das ist wirklich dreidimensional. Mhm. Könnt ihr quasi auf die Fläche schauen und wir sehen auch dann, wie sich das hier so rüberwölbt und das wieder eine andere Plane ist, eine andere Fläche, die dann auch natürlich ganz anders beleuchtet wird als die. Mhm. Ein guter Trick zum Beispiel, wir sehen ja auch unten vom Unterlid gibt es natürlich dasselbe, gibt es auch diese Fläche. Ist eigentlich immer, weil das Licht kommt meistens von oben. Es kommt nur, wenn man Bösewicht illustriert von unten. Wenn wir sagen, hier, das ist oft hell. Achtet mal drauf. Wenn ihr das mit reinbringt, sieht das Auge gleich viel realistischer aus. Natürlich auch hier das Oberlid hell beleuchten. Man kann, wenn man diese dreidimensionalen Formen verstanden hat, ja, so ein bisschen Lighting auch aus dem Kopf machen, bis zum gewissen Grad. Wenn man dann irgendwann anfängt, Reflected Light da noch reinzuberechnen, dann habe ich dann doch lieber Referenz. Aber das hilft auf jeden Fall, das so ein bisschen zu verstehen, wie es hier rein und raus geht. Und wir haben natürlich auch den Eyeball, den Augapfel, der ist rund. Ne? Also unser Augapfel, was so im Skelett rumhängt, ist ja das. Ist ja wirklich ein runder Ball. Mhm. Und dementsprechend ist er natürlich auch geschadet. Von hell nach dunkel. Wenn wir jetzt sagen, okay, das Licht kommt von hier. Dann haben wir hier Schatten. Und darum herum ist er ja quasi nur ein Ausschnitt, den wir sehen. Den hier ungefähr. Und dementsprechend sehen wir hier halt auch das Lighting dann. Aber noch vom Eyeball darunter. Sehr schön erklärt. Das immer so ein bisschen im Kopf behalten, dass das nicht alles nur flach ist. Ich finde auch immer Nasen echt schwer manchmal, weil irgendwie hat man hier so ein bisschen Schatten und hier so ein bisschen, was passiert hier eigentlich alles? Und worauf soll ich denn achten, wenn ich das irgendwie vereinfachen soll? Und ich finde da immer ganz gut, das hat auch der Michael Hampton war das, glaube ich, der hat auch dazu Bücher verfasst und der Loomis auch, der gute Andrew. Der alte Andrew. Da kann man quasi gucken, dass man das auch als eine geometrische Form vereinfacht. Und ich bin, weiß Gott, kein guter perspektivischer Zeichner, aber das kriege ich vielleicht gerade noch so hin. Klaus würde mit einem kritischen Auge schauen. Aber ich denke, für diese Demonstration reicht es quasi, sich vielleicht vorzustellen, dass wir eine Nasenrückenfläche haben und zwei Seitenflächen und quasi eine Unterseite. Und daraus können wir auch schon ganz nice das Lighting ableiten und sagen, okay, wenn das Licht von oben kommt, ist das hier vermutlich dunkler. Und wenn das Licht von hier kommt, ist diese Seite auch vermutlich dunkler. Und es ist immer gut, wenn wir diese groben, dreidimensionalen Formen im Hinterkopf behalten, um das am Ende dann noch ein bisschen rauszubringen, wenn es zum Beispiel aus dem Foto nicht ganz so einhergeht oder verwirrend aussieht, dass man einfach denkt, okay, aber was macht Sinn? Das und das macht Sinn. Und danach gehe ich jetzt vor nach Schema F. Sehr schön, sehr cool. Das letzte wäre jetzt für heute der Mund. Und ich glaube, was auch dafür für Dreidimensionalität beim Mund gilt, es ist halt nicht einfach nur irgendwie flach, so ein Mund. So würden vielleicht viele ihn zeichnen und denken. Ist auch symbolisch gesehen okay. Aber der Mund ist natürlich sehr stark gebogen. Also ich weiß nicht, wenn ihr mal einfach euch den Mund so haltet und schaut, was für eine Biegung da entsteht. Die ist relativ krass. Also wir haben relativ runden Mund, sage ich jetzt mal. Und es biegt sich tatsächlich ziemlich weit. Oh Gott, perspektivische Zeichnung. Das ist mal so, das hat der Loomis auch sehr gut in seinem Buch. Könnt ihr es nochmal besser nachschauen. Aber wir haben quasi diese Biegung da drin, die nicht zu vernachlässigen ist. So.
Und wir sehen es jetzt zum Beispiel auch, dass sich der Mund nach oben biegt. Das ist, weil wir von unten drauf schauen. Deswegen sind auch hier die Ohren sehr nach unten gerutscht. Normalerweise wären die ja hier. Sind sie jetzt aber nicht. Und man kann quasi auch hier sehr gut sehen, wo die Muskulatur entlang verläuft. Das ist hier quasi die Nasolabialfalte, die entsteht. Je älter man wird, immer häufiger. Und hier drumherum liegt quasi so ein Ring an Muskeln. Und das kann man hier einfach auch sehr schön sehen. Und man kann quasi, wenn man sich den Mund so ein bisschen in einzelne Parts unterteilen möchte, kann man quasi sagen, okay, die Lippe, wir haben jetzt hier die Oberlippe, geht immer so ein Dip rein. Hier ist zum Beispiel der Amorbogen, der ist eigentlich immer da. Und wir können zum Beispiel sagen, okay, die Oberlippe teilen wir in drei Parts auf. So, eins, zwei, drei. Und die Unterlippe sind tatsächlich nur zwei so Kissen. Das sind so zwei so Fettpölsterchen, die da sind. Ja. Das sieht man auch ganz subtil, wenn man dann painted im Lighting teilweise. Einfach, wenn man es im Kopf hat, hilft es dann, sich dran zu ändern und die Form dadurch noch ein bisschen stärker rauszubringen. Man kann auch diese Teile hier oben in drei Teile einteilen und sagen, okay, das ist ein Teil, das ist ein Teil und das ist ein Teil. Und hier kommt halt das Kinn hoch. Da sieht man halt, wie es nach vorne kommt. Und auch da können wir sagen, okay, das können wir vielleicht als einen Bereich zusammenfassen, das können wir als einen Bereich zusammenfassen, das können wir als einen Bereich zusammenfassen. Wenn wir das so ein bisschen im Hinterkopf behalten, ist schon mal viel gewonnen. Ja, das wären meine kurzen Ausführungen zu Nase, Auge und Mund. Perfekt. Und genau, wir sehen das auch. Ich habe nochmal ein Bild von John Singer Sargent, auch ein alter Meister, nochmal mitgebracht. Und der hat es halt auch genauso gemacht. Seht ihr hier diese weiße Linie unterm Ja, Auge? das ist das Highlight des Unterlids. Das ist das Highlight des Unterlids. Und wir können auch hier sehr schön die dreidimensionale Form von dem Nasenrücken erkennen. Wir sehen hier die drei Parts der Lippe, hier die zwei Fettpolster, hier kommt das Kinn hoch. Also es wiederholt sich auch immer. Man auch gut sehen kann, ist, wie das Oberlid einen Schatten wirft auf den Augapfel. Das ist auch ganz wichtig. Ja. Genau, das stimmt. Generell, es liegt ja alles so ein bisschen zurück in der Augenhöhle. Und es sind sehr viele Sachen, die sich einfach immer wieder wiederholen. Ich meine, wir Menschen sind sehr verschieden in der Ja. Physiognomie, aber gewisse Dinge sind halt immer gleich. Und wenn man die sich so ein bisschen drauf schafft, hat man schon mal das meiste drauf. Ach so, eine Sache noch, genau, zu Augen, bevor ich sie vergesse. Kommen wir nämlich auch gleich nochmal zu. Wenn wir jetzt ein Auge von vorne uns anschauen, dann ist es relativ kreisrund hier, also super rund. Wenn dieser Mensch jetzt allerdings weiter zur Seite schaut, desto elliptischer wird es, weil wir haben ja diesen Kreis Der und liegt auf der es Kurve, ja. bewegt sich ja auf dieser Kugel. Und das heißt, je weiter der Mensch zur Seite blickt, desto schmaler wird es, bis es dann halt im Profil ganz schmal wird. Und das sieht man auch nochmal ganz gut hier an diesem. Ich hatte nochmal für eine Präsentation, hatte ich mal Fotos gemacht. Kann man es kleiner machen? Ja, Sieht aus wie Klaus. das ist Klaus. Ein Gruß geht raus mal wieder. Genau, das sieht man halt, wie jetzt langsam, seht ihr das, wie das elliptischer wird? Genau, bis es dann halt im Profil wirklich sehr, sehr elliptisch ist. Und das auch im Hinterkopf. Das wäre mein letzter guter Tipp für heute. Vielen Dank, sehr schön. Bevor ich mich jetzt in die Demo stürze. Super Timing auch. Du hast noch eine ganze halbe Stunde zum Malen jetzt. Sehr gut. Das reicht nicht. Ich weiß. Reicht immer nie. Nicht speichern. Gut sagt, ich kämpfe immer mit den Ohren, da kann ich mich richtig verzetteln. Ich glaube, wenn man da mal so die Grundanatomie auch so vereinfacht, wie du das gerade erklärt hast, Lisa, sich anguckt und sich das einmal merkt, kann man da eigentlich auch gar nicht mehr so viel falsch machen. Das ist korrekt. Also für Ohren bräuchte man nochmal so ein extra Lesson. Das Ich kann mir berühmte das, Y im Ohr. ja, genau, irgendwie, also ich kann mir das ehrlich gestanden auch oft, da muss ich wieder nachgucken. Und es ist einfach eine sehr komplex amorphe Form. Und ja, muss man irgendwie auswendig lernen und oft genug gezeichnet haben. Ich glaube auch, wenn man sich da einfach mal eine Woche nimmt und einfach nur Ohren malt, das ist was, was sich tatsächlich was hängen bleibt und was euch dann noch immer nützen wird, wenn ihr mal wieder Genau. ran müsst an Ohren. Eine Woche, die Ohrwoche. Die Ohrwoche. Oder der Ohrmonat, je nachdem. Ja. Manchmal ist es länger besser und dann nochmal wiederholen. genau, ich habe euch ein Foto mitgebracht von unseren kreativen Fotosessions. Das ist wieder die Yay. gute Isa.
Seht euch den Schmuck an. Aha, wir haben da einige Props uns schon zusammengekramt. Und sie hatte diese fantastischen Ohrringe mit und ich habe die Kette beigesteuert und sie hat ein durchsichtiges Tuch mitgebracht. Dann haben wir uns noch geschminkt und Fotos gemacht. Aber ich benutze sie halt super gerne für Personal Pieces und als Referenz. Und es einfach sie macht hat auch wunderschöne Spaß. Augen. Ja. Ja, sie sieht generell sehr gut aus. Ein sehr dankbares Model. Ja. Und deswegen nutze ich das jetzt einfach schamlos aus und werde jetzt mal die Block-In-Methode hier ran versuchen. Es ist einfacher, wenn ihr das mit Stift und Papier macht, als auf so einem 11-12 Jahre alten Grafiktablett, wo halt. Ist das auch das, womit du arbeitest jeden Tag? Ja. Wie bei den Beatles, ja, es sind nicht die Instrumente. Ich bin die Beatles. Ja, das ist echt schon richtig durchgenudelt. Man spiegelt sich schon drin. Aber ich liebe den Glow. Ja, ich liebe es einfach. Und auch hier ist es so, je weiter wir rauszoomen, desto besser. Mhm. Werde jetzt es ein bisschen rangezoomt lassen, damit ihr noch was erkennen könnt. Und ich mache es tatsächlich jetzt von den Kontrasten her noch ein bisschen heller, damit ich das besser erkennen kann. Ich belichte es jetzt ein bisschen absichtlich über, damit ich hier die Haare besser von dem Hintergrund unterscheiden kann. Und bevor ich starte... Tim sagt, ach, ich dachte, das wäre ein Tablet mit Bildschirm. Was war bloß dein Spiegelbild? bevor ich jetzt starte, gucke ich mir halt auch vorher gerne nochmal generell so an, wie so die Proportionen liegen, wie alles so generell im Raum liegt. Mhm. Und zum Beispiel hier das, der Augenwinkel ist irgendwie immer für mich so ein guter Marker, immer gerade schon mal festzulegen, so, ja, wo endet die Nase irgendwie, wo endet, ups. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Nicht einfach blind drauf loszuzeichnen, sondern sich tatsächlich und zu orientieren. Ja. Genau, einfach mal zu gucken, einfach sich mal reinzufühlen, so ein bisschen auch zu gucken, okay, warte mal, wenn das jetzt hier, sagen wir mal, da sind ja auch Haare, aber sagen wir mal hier, das ist eigentlich so der Kopf. Wo liegt denn hier das Ohr? Ah, so auf einem Drittel vielleicht, würde ich sagen, so spontan. Schon mal zu gucken, okay, aber der Ohrring geht deutlich raus. Was haben wir hier eigentlich? Ist so ein passt schon... 45-Grad-Winkel. Oh, ich bin ganz schlecht mit Mathe. Und dann auch wieder gleich die gleichen Sachen, die wir eben schon hatten. Wie habe ich mich hier gerade? Ah, da. Können wir zum Beispiel auch schon anfangen, diese Relationen zu suchen. Hier zum Beispiel das könnte vielleicht so ähnlich sein wie das. Nicht ganz, aber könnte ich mich vielleicht daran orientieren? Oder ist das ähnlich wie das? Immer schon so ein paar Ähnlichkeiten versuchen zu suchen. Und schon so die groben Winkel einfach suchen. Okay, hier sehe ich ganz klar, also ich könnte es hier quasi schon fast zum Dreieck machen. Und es ist relativ symmetrisch. Und ja, wie könnten wir das jetzt hier weiter vereinfachen? Das kann man dann auch im Bild noch lösen. Aber einfach, dass man schon mal grob guckt, wo man überhaupt hin will. Man kann auch schauen, wenn man jetzt Probleme hat, das auf dem Blatt zu platzieren, was mir auch oft passiert, so wo endet das alles hier eigentlich? Okay, das endet hier. Hier haben wir so ein bisschen Abstand zum Bildrand. Man kann den Bildrand als Referenz mit reinnehmen. Mhm. So, wo endet das hier? Okay, wo hat die Nasenspitze? Oder auch wichtige Frage, wie würde ich das hier beschreiben? So, das wäre eigentlich auch so eine Schräge. Und da guckt dann so die Nase raus, so ein bisschen von der Lippe. Um halt auch festzustellen, wie ist so die Stirn in Relation, was sind das da für Winkel, die ich da habe? Mhm. Und halt weniger jetzt, wie wir eben schon hatten, zu denken, oh, da ist ein Auge, ich male ein Auge, sondern ich sehe Winkel. Und ja, ich würde einfach mal versuchen zu starten. Mal gucken, wie ich schon eben gesagt habe, wo hört denn das hier eigentlich auf? Tim sagt, ich sehe tote Winkel. Etwas, was ja auch hilfreich ist, das ist, wenn man einfach mal loslegt, wie ich gerade gesagt habe, sollte man es eigentlich nicht tun, aber legt einfach mal los, zeichnet es und dann schaut mal hinterher und guckt, wie sehr ihr euch verkalkuliert habt und wie sehr euer Auge euch eigentlich betrogen hat. Das machen wir gleich. Und da lernt man dann nämlich, dass man seinen Augen so nicht richtig trauen kann und dass man da besser doppelt checkt. Genau, hier zum Beispiel, wenn ich jetzt diese Haarlinie, ich mache mir mal hier so ein Color-Swatch hin. Mit Schwarz kommen wir hier nicht weit. Ja. Klar kann ich irgendwie jetzt versuchen zu sagen, okay, das geht hier irgendwie so runter. Das kann ich versuchen zu reproduzieren. Aber wie ist denn hier eigentlich dieser Abstand? Das finde ich super schwierig. Und jetzt habe ich mir gerade vorgestellt, diese Negative Space, wie könnte der aussehen? Ja. So könnte der aussehen.
Und jetzt versuche ich den hier mal zu übertragen. Es ist so eine einfache Form irgendwie. Umschmieren. Idealerweise nutzt man so wenig Striche wie möglich, aber das konnte ich noch nie besonders gut. So, vielleicht. Ach, da war übrigens noch eine Frage vorhin. Jelana wollte wissen, wie lange brauchst du denn für so ein Cover? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich bin ein sehr langsamer Arbeiter, aber ich mache halt auch alles sehr, sehr gründlich. Ich brauche halt einfach, wenn man alles mit einrechnet, von der ersten E-Mail von der Autorin oder dem Verlag zu Referenzfotoschießen, Skizze machen, alles drumherum. Das Kürzeste, was ich, glaube ich, hinkriege, wäre 1,5 Wochen. Hm. Aber wenn es halt komplexer wird, bis zu 4 Wochen. Obwohl, das habe ich schon lange nicht mehr so rausgezögert. Ich habe das Gefühl, ist das schwer, sich zu konzentrieren, während man redet. Ja, ich weiß. Ich habe halt das Gefühl, dass ich ein bisschen schneller geworden bin in letzter Zeit, was aber hauptsächlich daran liegt, dass ich halt bessere Referenzen durch 3D und die Fotos dann finde. Und dadurch konnte ich meinen Prozess sehr beschleunigen. Hm. Das haut noch nicht so hin. Da ist auch noch eine Frage von Stepan und ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus. Wenn nicht, hau mir einfach auf die Finger und schreib mir mal einen Chat, wie man es richtig macht. Möchte wissen, wenn man als Illustratorin in der Industrie noch nicht etabliert ist, wie kommt man denn an Aufträge zu solchen Buchcover-Illustrationen und Ähnliches? Man gibt Klaus Schawinski eine Postkarte von eigenen Illustrationen und der schickt die dann an Agenturen. Ah, okay. Klaus ist nächsten Mittwoch da, der sagt uns dann seine Adresse. Okay, was habe ich ihm eingebaut? Nein, das ist natürlich, gibt es da verschiedene Wege. Wenn man den Mut fasst, und das sollte man unbedingt, seine Arbeiten zu zeigen, dann kann man die direkt an die Verlage, an die Autoren, an die Verlage, an die Agenturen schicken. Wenn man, sobald man denn die E-Mail-Adresse rausgefunden hat, was manchmal auch schwierig ist. Aber von manchen ist es halt, kann man sich auch ein bisschen zusammenbauen. Und da kann man einfach E-Mail-Marketing machen. Und meistens kriegt man keine Antwort. Das heißt aber nichts. Das heißt im Prinzip eigentlich nur, dass sie es vermutlich gesehen haben und gerade keinen Auftrag für dich haben oder du gerade noch nicht gut genug bist. In jedem Fall hast du schon mal was hingeschickt. Und es ist wichtig, was hinzuschicken, statt nichts hinzuschicken. Richtig, erstmal sichtbar sein. Sichtbar sein und die sehen dann ja auch die Artdirektoren, dass man sich über die Zeit verbessert und du kannst ruhig alle Vierteljahre kann man da mal was hinschicken, ohne denen auf den Keks zu gehen, die wollen das auch. Ja. Ich hab das halt selber viel zu selten gemacht. Ich hatte da sehr Glück, auch durch bekannte Illustratoren. Es ist halt auch immer gut, wenn man vernetzt ist, da kriegt man auch dann mal einen Auftrag zugeschustert oder man wird mir empfohlen. Ich sehe gerade, das Auge ist viel zu groß. Aber dafür gibt es ja Photoshop. Und halt ein Netzwerk aufbauen, auf Messen gehen. Sobald es jetzt Corona, müsste es ja jetzt langsam halbwegs wieder zulassen, je nachdem, wie vorsichtig man da ist oder nicht. Hilft sehr. Manche Verlage sind auch auf den Buchmessen unterwegs, aber es ist manchmal schwierig, muss man in Theorie vorher einen Termin machen. Wenn man für zum Beispiel ich bin noch in der Auswahl. Wenn man zum Beispiel auch irgendwie für Gesellschaftsspiele oder Rollenspiele oder so arbeiten möchte, kann man natürlich auch die Spielmesse nach Essen gehen. Man kann in eine Künstlermeile gehen, da irgendwie entdeckt, wenn da laufen auch manchmal Artdirektoren rum. Und es ist alles noch nicht so akkurat hier. Ich arbeite noch dran. Man kann natürlich auch eine andere Strategie verfolgen oder alles am besten alles zusammen, wenn wir ehrlich sind, und eine Social-Media-Präsenz aufbauen. Heutzutage sehr, sehr wichtig. Also 90% meiner Aufträge kommt durch meine Social-Media-Präsenz. Wow. Und dadurch, dass man halt auch von Kunden weiterempfohlen wird. Ja. Hier muss ich gleich nochmal ran. Ich mache jetzt erstmal... Ja, mach mal in Ruhe. Ich mache hier erstmal ein bisschen was und korrigiere das gleich. Es ist ja auch ein lebendiger Prozess. Man guckt immer wieder und geht dann wieder rein und verschiebt. Genau. Ich merke gerade hier, der Winkel stimmt auch nicht so ganz.
Aber man muss auch erstmal irgendwas hinmalen, um zu wissen, wo man hin will. So. Und das ist. Gut, sagt gerade noch, ich habe in einer Schulung gehört, theoretisch, dass man sich die Zielgruppe des Verlages anschauen sollte und dann passend hinschicken. Auf jeden Fall, aber es muss ja auch deine Zielgruppe sein. Ja, muss ja auch das sein, was du machen möchtest, das stimmt. Also, ich würde jetzt, halt, ich weiß halt, in welche Bereiche ich möchte. Und zum Beispiel, ich wäre halt völlig hoffnungslos verloren bei zum Beispiel Kinderbuchillustration. Oder Küchenkacheln. Ja. Bisschen random, aber okay. Küchenkarre. Oder jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt auch tatsächlich dieses Jahr meinen ersten Magic-Auftrag bekommen für. Herzlichen Glückwunsch! Dankeschön. Für das Wow! Trading Card Game Magic: The Gathering. Und der Abstand muss größer. Und da hatte ich auch irgendwie, ich bin auch ein bisschen nachlässig, was meine Bewerbungsmails angeht. Ich gebe es ja zu. Es war jetzt auch nicht, sag ich mal, klar, es ist immer cool, dafür zu arbeiten. Und es ist so irgendwie gefühlt in unserer Szene so der Ritterschlag. Aber ich hatte halt die Buchcover-Aufträge, die sehr gut liefen. Und das war eigentlich auch meine Passion. Und deswegen habe ich das nur so semi-verfolgt. Ich glaube, man muss Und. da ganz doll aufpassen, dass man ein Ziel nicht verfolgt, bloß weil es populär ist und andere Künstler das wollen. Wenn ihr kein Interesse daran habt, bei Magic the Gathering mit dabei zu sein, dann ist das nicht was, was ihr euch hinschreiben müsst. Genauso wie man nicht bei Pixar arbeiten muss, um ein guter Animator zu sein oder Illustrator oder was auch immer. Hauptsache, ihr habt Spaß. Genau, also ich hätte es halt auch teilweise, glaube ich, dann aus den falschen Gründen gewollt. Ja. Weil das, was ich am Ende ja gerne mache, sind ja wirklich einfach die Figuren. Und Ja. Magic lebt natürlich auch von sehr komplexen Illustrationen mit sehr vielen Figuren und Perspektiven. Und das lag mir einfach noch nie. Es macht mir auch einfach keinen Spaß. Aber ich habe auch das Gefühl, dass die jetzt in letzter Zeit anheuern, auch Leute spezifisch für das, was sie halt gut können, weil es sind auch einfach gute Artdirektoren. Und deswegen haben sie mir jetzt auch keine Karten gegeben, wo ich irgendwie irgendwelche technischen Geräte malen muss oder so, Ja. sondern die halt schon in meine Stärken spielen. Und bin ich sehr dankbar drum. Deswegen habe ich es auch angenommen. Aber da war es jetzt zum Beispiel so, da habe ich, glaube ich, insgesamt über die Jahre, habe ich da, glaube ich, oh, meine Tür klingelt. Das ist Klaus. Das ist bestimmt der Postbote oder meine Oma, die wohnt über mir. Was wollte ich jetzt sagen? Bin durcheinander gekommen. Da habe ich bestimmt zwei, drei E-Mails dann an die ArtDrop-Adresse auch geschrieben und auch nie was zurückgehört. Und ich dachte, naja, okay, demnächst. Ich bin nicht da. Demnächst irgendwie mache ich mal irgendwie ein spezifisches Portfolio-Piece für MTG, wenn ich mal Zeit habe. Ich habe natürlich nie Zeit, Gott sei Dank, weil Gott sei Dank kommen die Kunden regelmäßig. Ja. Und du bist doch wirklich voll in deinem Element mit dem, was du machst. Genau, und habe es dann immer weiter rausgeschoben und dann nicht gemacht. Und ja, am Ende haben sie mich irgendwie auf ArtStation gefunden mit ganz alten, teilweise ganz alten Bildern. Irgendwie, wo ich dachte, so, das habe ich doch 2016 gemalt. Interessant. Aber fand ich dann irgendwie spannend und habe ich dann natürlich gerne zugesagt. Ne? Da sagt man, glaube ich, nicht nein. Da ist übrigens noch eine Frage von Doris, die möchte wissen, wenn ich mir eine Vorlage oder ein Foto erstellen würde, würde ich das Bild nehmen und direkt drüber nachzeichnen? Hast du einen Grund, warum du das jetzt nicht machst? Luisa wollte jetzt einfach zeigen, wie man dieses Sizing macht, also nach Referenz quasi mal, wenn man es nicht zur Verfügung hat. Sie hat am Anfang gesagt, dass sie das auch selbst macht bei Aufträgen, um Zeit zu sparen. Aber hier geht es jetzt darum, wie man das üben kann. Und sie zeigt jetzt quasi, wonach man schauen kann, um sich quasi an der Referenz zu orientieren und die Proportionen richtig zu übertragen in die eigene Zeichnung. Mehr oder weniger gut. Du machst das schon sehr gut. Ich danke dir. Also man kann es auch ein bisschen häufiger üben und dann ist man darin, also man wird erstaunlich schnell sehr viel besser dran. Ich lege das Ja. auch gleich nochmal drüber und gucke, wo ich noch Und dann wird daneben es nämlich richtig spannend. Und das Witzige finde ich ist auch, dass es jetzt schon toll aussieht. Und man muss es auch nicht hundertprozentig genauso machen wie das Original. Darum geht es gar nicht, sondern dass es realistisch aussieht und funktioniert. Ne?
Genau, und das ist jetzt quasi auch erstmal nur der erste Pass. Also ich würde das dann gleich hier in der Transparenz reduzieren und nochmal drüber gehen und dann eigentlich nochmal in der Transparenz reduzieren und nochmal drüber gehen und nochmal, und bis man dann halt an dem Ergebnis ist, wo man sich so weit angenähert hat, dass man irgendwie, warte mal, das passt hier aber nicht. Und so wird man dann auch richtig gut. Ja, oder manchmal dauert es halt einfach. Ich glaube, wenn man jetzt eine Erwartung hat, dass wenn man sich jetzt hier dran setzt und irgendwie jeder Strich gleich perfekt sitzt, das ist, glaube ich, dafür ist das Menschliche, wir sind ja keine Maschinen. Ja, genau, ne? Das ist auch Humbug. Das muss man gar nicht von sich verlangen. Da ist das menschliche Gehirn, glaube ich, nicht für ausgelegt. So. Und, hier ist noch ein interessanter Kommentar von Stefan. Er sagt nämlich, Spaß ist schon wichtig, unterhält definitiv auch die Lebensgeister, macht aber leider nicht immer satt. So, Stefan, jetzt habe ich eine Theorie, ja. Wenn du das machst, was wirklich Spaß macht und was deine Lebensgeister auch erhält, dann wirst du damit garantiert mehr Erfolg haben als mit irgendwas, was dir gar keine Freude macht. Das ist meine Theorie. Das stimmt. Und Ruth sagt, der Spaßfaktor hält mich ganz schön vom fokussierten, kundenorientierten Arbeiten. Sie hat auch so wunderschöne lange Haare. Ich bin so neidisch. Haar-Envy. Ja. It's real. The hair envy is real. It's a real thing, ja. Aber gut, dass das hat, dann kann ich es machen. So, das hier unten ist eigentlich relativ irrelevant. Ich male jetzt mal irgendwie was hin, grob. Könnte man sich ein bisschen mehr Mühe mitgeben, aber ist, glaube ich, für heute nicht so der Fokus. Irrelevant quasi. So. Das hat mich ja ein bisschen an meine Sailor Moon-Zeit. Ja. Warst du auch Sailor Moon-Fan? Oh ja, ich habe sie auch alle noch in meinem Regal stehen. Alle Mangas, alle 18. Oh, wie cool. Sind die nicht schon voll viel wert? Ich glaube nicht, weil die wurden ja neu aufgelegt und ich habe damals auch überall reingemalt. Die kann man nicht mehr verkaufen. Oder hat es den Wert gesteigert? Vielleicht, wenn ich mal berühmt werde. Irgendwann hat es den Wert gesteigert. Das ist die Julia Sailor Edition. So, warte mal. Ich zoome jetzt nochmal raus und korrigiere nochmal, was ich. Ich merke schon, ich habe es zu groß gemalt. Ich sehe das durchaus. Sie ist halt größer. Ich könnte das auch schon mal ein bisschen hier so ein bisschen anpassen. Happens. Jetzt wird es spannend. Nee, noch 2 Minuten. Okay. Stefan meinte noch, ich finde den Ansatz mit Solve One Problem at a Time auch sehr schön. So lässt sich eine Illustration, egal welchen Inhalts, auch ganz strukturiert aufbauen. Das stimmt. Weil man ist halt auch oft erschlagen von, also ich meine, als Illustrator, was man nicht alles wissen und können und nicht so rechnen. Ja. Und es ist auch einfach echt viel. Also kein Wunder, dass man irgendwie Jahre braucht, um auf einen Level zu kommen, wo man wirklich, sag mal, davon leben und nicht nur davon sterben kann. So. Ist auch kein Wunder, dass sich Anfänger deshalb eine strukturierte Anweisung wünschen, weil es einfach so viel gibt, worum man sich gleichzeitig kümmern muss. Und das kann man am Ende nur jonglieren, indem man eben viel Erfahrung hat. Ja. Das stimmt. Kommt noch und der Hinweis, dauert. Vielleicht mal horizontal zu flippen. Das ist oh! Das, ja, oh! Bevor wir alle ganz viel Angst haben. Oh! Let's do this! Eine Sekunde, ich flippe es sofort. Das ist voll die gute Idee. Das ist der Mega-Pro-Tipp natürlich. Ah, die Nase ist, glaube ich, zu lang. Vielleicht ist das Auge noch zu groß. Egal, wir flippen. Wir sind mutig. Haut hin. Ungefähr. Ungefähr. Soll ich es mal drüberlegen oder soll ich noch weiter? Klar, zieh rüber. Rumnudeln. Mich muss man manchmal ein bisschen stoppen. Ich sitze hier sonst halt. Also sagen wir mal so. Mal so als Referenz, wenn ihr jetzt eine Stunde dran sitzt oder zwei oder drei, ist das völlig in Ordnung. Also man sollte sich dafür schon Zeit nehmen und es nicht irgendwie in einer Viertelstunde. Und das ist auch was, was man sehr bewusst machen muss. Dabei schaut man jetzt keine Filme. Nee. Also das ist eine Konzentration. Besser wäre, wenn nicht. Mein Gehirn ist halt schnell gelangweilt, leider. Also ich kann auch eine Stunde rumnudeln, aber am Ende nichts gekonnt. Ja, das kann ich auch. Okay, wir probieren das jetzt mal.
Ich mache mal einfach hier Steuerung A, Steuerung C, Steuerung V und dann mache ich das mal in eine andere Farbe, dass wir auch erkennen können. Oder ich lege über das Ganze noch eine weiße Ebene und mache dann die Transparenz runter. Und jetzt werde ich es noch ein bisschen verschieben. Oh, du warst aber schon sehr nah dran. Wow. Ja, hier hätte ich ein bisschen weniger Mund und Kinn geben können, aber das lässt sich ja fixen. Aber die Augen fast perfekt. Fast wie das Original. Machen wir mal, hier gibt doch ein. Oh, what happened? Gibt doch nicht umsonst so ein Warp-Tool. Verformen. Ich liebe Verformen. Schwupps. Guck, hat sie doch richtig gemacht. Den Sack verflüssigen oder so. Genau, also das kann ich mir jetzt hier wieder rüberholen. Ja, da war gar nicht viel zu tun. Wow. Kann man so machen. Kann man so machen. Adobe genau. Kadabra, sagt Stefan. Das war eher Luisa Kadabra hier gerade. War alles Human Skill. Ach, du meinst bestimmt das Warp Tool. Ja, vielleicht. Ich habe es nur auf Deutsch, deswegen weiß ich das manchmal nicht so genau. Genau, und ich hatte das jetzt auch schon nochmal vorbereitet heute Nacht um 2 oder auch vielleicht auch um 3. Wir haben das vorm Stream schon besprochen. Wenn wir gleich fertig sind, geht Luisa wieder ins Bett. Ja, so ein Mittagsschlaf. Das wohl ist auch legit, ihm. Ja. Das war Schlafenhol. Wow, seht euch das an. Also so wäre dann das erstrebenswerte Ergebnis vielleicht. Wenn man Zeit hat, ne, und dann das auch noch ein bisschen cleaner macht und ein bisschen einen kleineren Brush. Und wir haben jetzt ja noch gute 10 Minuten. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr Bock habt, also ob ich noch einfach ein bisschen mal Farbe drüber klatsche. Ja, so. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie geht es denn von hier jetzt weiter? Ja, jetzt machen wir mal den Schnelldurchgang von hier aus. Machen wir es mal so. Tim sagt, notfalls hast du auch 15 Minuten. Oh. Das ist der Adobe-Ritterschlag, aber das by the geht way, dann ja? Von meinem Mittagsschlaf ab. Das stimmt. Also ich mache halt, starten wir mal mit irgendeiner Farbe hier im Hintergrund, irgendwas, damit es nicht weiß ist. Oft ist weiß halt keine gute Referenz, weil alles dagegen ist immer sehr kontrastreich und dunkel. Ich mache mal eine schnelle Auswahl. Also es gibt dafür auch Tools, ich weiß das. Ich weiß nicht, warum ich diesen Drang habe, das immer per Hand zu machen. Es ist einfach so. Irgendwie ist es so. Ich kann mich dem nicht erwehren. Aber das ist in Ordnung. Solange du weißt, dass es das Tool gibt und es abgibt. Ja, es gibt es. Ich weiß das Tool. Es ist jahrelange Gewöhnung, als ich noch nicht wusste, dass es dieses Tool gibt. Und als ich teilweise noch Schwierigkeiten hatte, aber das war bestimmt mein eigenes Unvermögen, dass das nicht so pixelig aufgeraute Ränder erzeugt hat. Deswegen habe ich dann meistens lieber so eine clean Auswahl selber per Hand gemacht, weil ich dann mir eingebildet habe, da ein bisschen mehr Kontrolle drüber zu haben. Aber das ist ja hier ein relativ einfaches Motiv. Relativ fix. Hast du eigentlich mal drüber nachgedacht, dir so ein Bildschirmtablet zuzulegen? Ja, ich hatte tatsächlich auch schon eins hier zum Ausprobieren. Von XP-Pen. Es ist halt nicht meins so. Also es war ganz cool, darauf mal zu zeichnen, aber es gibt halt verschiedene Argumente für mich, die dagegen sprechen. Das war sehr Persönliches, finde ich. Ja, absolut. Also erstens natürlich absolut Gewöhnung. Ja. Hallo. Ich habe jetzt hier illegal die Farbe. Achso. Ich mache mal ein bisschen Color Picking, damit wir hier schneller vorankommen. Habe ich jetzt quasi einmal die Figur ausgewählt und jetzt würde ich das noch schnell in die Haare und die Kleidung und den groben Schmuck unterteilen. Was wollte ich sagen? Genau, also es ist halt persönliche Präferenz und für mich ist es halt schwierig ergonomisch gesehen. Ich habe das Gefühl, selbst wenn du es angeschrägt hast, du hängst da immer so drüber. Ja. Und das ist irgendwie für mich nicht gut für den Nacken und für die gesamte. Ich krieg mega Probleme mit meinen Schultern, weil ich die immer hochhalte dabei und dann sind die am Ende des Tages total hart. Ja. Und was wollte ich sagen? Abgelenkt. ergonomische Haltung. Ich hatte noch mehr Punkte dazu. Ach so, und das wird dann auch oft so warm an der Hand. Das mag ich nicht und man muss ja voll die Strecken mit dem Arm irgendwie. Ja. Zurücklegen.
Und wenn ich jetzt hier mein Tablet habe, ich sitze halt wirklich relativ gerade und auch meine Arme sind im rechten Winkel. Das ist, denke ich, schon recht optimal. Ja. Und deswegen. Und hast du denn mal hast du Also. ein iPad? Und hast du mal Photoshop auf dem iPad ausprobiert mit dem Apple Pencil? Nee, noch nicht tatsächlich. Aber ich befürchte, weil es halt auch so ein Screen-Device. Was ist denn das? Multiplizieren? Weil es halt auch so ein Screen-Device ist, dass ich da auch dasselbe Problem mit dem Nacken kriegen würde. Aber naja, gut, aber da musst du nicht so weit. Der ist ja relativ klein, der Bildschirm. Kannst du dir nicht in den Schoß legen und auf dem Sofa machen. Ich Während finde des das. Mittagsschlafs. Man muss auch mal Pausen machen. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Ruth sagt gerade, Uhr stellen und nach einer Stunde mal bewegen, gewöhne ich mir gerade an. Das Ja, ist ein sehr oh, guter das ist so Hinweis. smart. Ich nehme das jedes Mal immer wieder vor und ich mache es nie. Nie. Ja, selbst wenn ich mir den Timer stelle, dann habe ich eine Ausrede und sage, ach, passt schon. Es ist auch einfach, die Faulheit siegt manchmal und das ist auch okay, denke ich. Aber ich mache sonst so gerade ein bisschen mehr Sport als sonst. Das ist ganz nice mit Fitnessstudio und so für den Rücken und so. Das Ich habe ist gerade. in deiner Bio gelesen, dass du Zumba-Tanzen machst. Ja, leider seit Corona nicht mehr. Wir hatten Ja, vorher oh den ja. coolen Zumba-Trainer. Es hat so Spaß gemacht bei dem. Das ist irgendwie jetzt nach Corona ist das nicht wieder zusammengekommen. Aber ich mache generell voll gerne irgendwie tanzen. Habe auch im Moment Hip-Hop gemacht, kurz vor Corona. Also Cool. die Ja, es klassischen gibt, glaube ich, Sportarten. nichts Besseres, als mal richtig abzuzappeln. Vor allem, Oh wenn man den ja. ganzen Tag am Bildschirm sitzt. Ja, zu guter Musik. Die motiviert dann nochmal extra, weil so zu ganz klassischen Sportarten. Ich war halt schon nie Ja. die Sportlichste, kann ich mich nie aufraffen. Und ins Fitnessstudio gehe ich halt auch nur, weil da mein Dad auf mich wartet und meckert, wenn ich nicht komme. Ich brauche echt externe Gruppendruck. Motivation. Ja, Gruppendruck. Manchmal ist Gruppendruck echt gut. Aber ich merke halt auch, dass man sich irgendwie stärker und besser Wir haben fühlt. hier übrigens bei Adobe großen Gruppendruck, dass man seine Layer benennt. Oh, da bin ich ja direkt raus. La la la, hier unten, das interessiert ja niemanden. So, machen wir noch schnell golden. Bang. So, das wäre quasi mein Start. Und jetzt nehme ich mir einen großen Brush, egal welchen. Ich habe hier so einen Standard leicht texturierten. Und würde jetzt sehr, sehr grob nach sehr, sehr fein dann arbeiten, aber ich würde natürlich mit grob starten. Erstmal hier so ein bisschen im Hintergrund da klatschen, dass es von den Kontrasten her auch passt. Dass wir halt, wenn wir irgendwas abschätzen, dass wir das immer schön gegeneinander vergleichen und nicht gegen irgendwas, was gar nicht dem richtigen Tonwert entspricht. Und würde jetzt hier quasi durchgehen, die Transparenz locken. Und ja, anfangen, das hier zu übertragen, was ich hier sehe. Wirklich so grob ihr könnt. Den größten Brush, den ihr zur Verfügung habt, den euer Rechner handeln kann. Ruth sagt gerade noch, die Ebenen sind doch benannt, sind doch alle durchgezählt. I like the way you're thinking. Genau. Es ist wirklich einfaches Durchgehen. Und es kommt auch relativ schnell zusammen, seht ihr gleich, dass es schon relativ schnell ganz gut Es wird aussieht. sehr schnell, sehr realistisch. Und das, wie gesagt, ich wiederhole mich, kommt davon, wenn man halt einfach die groben Verläufe sich anguckt in der Figur. Und die versucht irgendwie relativ fix irgendwie hinzukriegen und auch alles abzuarbeiten, jetzt sich nicht nur auf eine Sache fokussiert. Tim sagte gerade noch, er kriegt sein Bildschirmtablett nie richtig kalibriert. Der Cursor ist immer leicht daneben. Oh ja, das hat mich auch gestört. Das Obwohl, das kann ist, glaube so ich, bei vielen frustrierend sein. Sachen schon besser geworden, glaube ich, bei vielen Anbietern. Ich habe mir vor vielen, vielen Jahren mal dieses Cintiq 27Q HD-Ding gekauft. Das war sehr teuer. Und Ja. ich habe das nach ein paar Monaten wieder zurückgeschickt oder beziehungsweise weiterverkauft, weil damals die Auflösung noch so grob war, dass mir danach super die Augen wehtaten. Und das war super anstrengend für mich. Oh, das ist verständlich. Aber ich glaube, heute ist das schon, sieht das schon ein bisschen besser aus. Es soll wohl sehr scharf sein mittlerweile, dass man die Pixel nicht mehr sieht. Es war damals wie ein alter Röhrenfernseher für mich. Aha. Ja, die Technik wird ja Gott sei Dank immer besser. Ja. Und es hat irgendwann für sich entscheiden. Irgendwie probiert man es nochmal oder versteift man sich auf
die alte Gurke, auf der man seit Jahren arbeitet, irgendwie. Bis sie dann stirbt, ja. Und dann. Ja, und dann ist Holland in Not. Ja. Ich habe mir extra noch von dem, ich habe noch ein Büro, da bin ich jetzt gar nicht mehr zu Hause, da habe ich mir noch ein zweites davon, ich habe mir das auf eBay ersteigert für 90 Euro. Das kenne ich, wenn man so, mal was gefunden hat. Was ist, wenn ich ein Glas Wasser drüber kippe, was mir schon passiert ist? Dann, ja, dann. Das ist wie wenn man eine schöne Hose findet, die gut passt. Dann geht man gleich nochmal in den Laden und holt sich noch drei für die nächsten 10 Jahre. Dann darf man aber auch nicht zu oder abnehmen. Naja, das muss dann schon bleiben. Und Stefan sagt, sie schaut gerade betrübt auf ihr eigenes Cintiq 27 QHD. Bist du damit zufrieden? Glücklich? Vielleicht war das ja meins, was du gekauft hast. No, no. Jetzt füllst du ja im Grunde die Flächen aus, die du vorhin so ordentlich reingezeichnet hast. Ne? Diese Schattenform unter ihrem Kinn. Genau. Am Hals, unter den Augen. Genau, genau. Also ich zeichne mir da ja die Schatten mit Linien auch schon rein, weil ich kann sie auch mühsam suchen dann nochmal. Kann es auch lassen. Und irgendwann, weiß ich nicht, wenn man so und so viele Bilder malt und eine Deadline hat, dann wird man da irgendwie schmerzbefreit. Das ist jetzt wahrscheinlich der Punkt, wo du langsam anfängst, dir einen Film anzumachen, oder? Ja, ja, klar. Schon lang. Ich habe die Serie schon lange angemacht. Schon bei der zweiten Folge. Aber tatsächlich, ich kann besser Serien schauen als Filme. Ich habe das Gefühl, bei Filmen muss man sich immer konzentrieren. So, da ist dann auch schnell zu Ende und bei Serien, da kennt man dann die Charaktere immer schon, dann hört man schon an der Stimme, man muss gar nicht hingucken, ach der ist das, ach die ist das. Ja, ja, ja. Und ich merke so langsam, es ist ein bisschen traurig, ich habe schon gar keine Aufmerksamkeitsspanne mehr richtig für Filme, ist voll schade. Ich will dann immer irgendwas zwischendurch noch machen, weil ich so gewohnt bin. Ja, es spricht doch dafür, ein Ding gleich, also nur eine Sache gleichzeitig zu machen. Ist eigentlich sehr smart, aber. Auf der anderen Seite, ich glaube, wenn ich es nicht irgendwie nebenbei noch irgendwas anmache oder so, dann bin ich alleine mit meinem Kopf und dann. Podcasts sind da auch sehr schön für. Stimmt, Podcast habe ich auch eine Zeit lang gehört, muss ich auch mal wieder einen rausnehmen, den ich gut finde. Stefan sagt gerade, die 10 Minuten, die ich zu spät gekommen bin, bleibe ich einfach länger sitzen, unbewegt und denke über das Gelernte nach. Das ist eine gute Strategie, finde ich. Alles doch mal Revue passieren lassen. Übrigens haben wir jetzt schon 12.32 Uhr. Ja. Du hast eine super Punktlandung gemacht heute mit deinem Stream, obwohl du nur seit gestern Nacht hast, hat sich die Lisa nochmal, um das zu erwähnen, darauf vorbereitet, um heute ganz spontan für den Klaus einzuspringen, der übrigens am nächsten Mittwoch für euch da ist. Hoffentlich dann alles wieder schick und gesund. Und Thomas sagt schon, oh, schon wieder fast am Ende. Das waren 1,5 Stunden Lernen beim Zuschauen. Vielen Dank euch beiden. Luisa, ich kann mich auch nur bei dir bedanken. Das war eine voll richtig gerne. Tolle Masterclass. Es war unglaublich, dass du das einfach so schnell zusammengeschustert hast. Und da sieht man einfach mal, was du für ein Profi bist, weil du das einfach so aus dem Ärmel ziehen kannst, so über Nacht. Ja, ich habe halt auch ein bisschen Material schon von anderen Workshops gehabt, die ich schon gehalten habe. Ist jetzt nicht der erste. Aber ja, man möchte dann natürlich trotzdem nochmal gut zusammenstellen, aktuelle Arbeiten, aktuelle, hier das, was ich jetzt hier abmale, dass das auch irgendwie was Aktuelles ist, was man nicht schon 1000 Mal gemacht hat und halt auch auf den Zeitrahmen abstimmen. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Du bietest doch auch Mentorship an, oder? Ja, genau. Also, da kann der Tim vielleicht nochmal den Link zu deiner Website in den Chat posten. Da kann man nämlich die Luisa anschreiben und sie für ein Mentorship buchen. Ich hoffe, ich habe es zurzeit noch online. Ich habe es letztens kurz runtergenommen, weil ich völlig überfordert war mit Aufträgen. Aber ab Juli habe ich wieder Kapazitäten für Mentorships auf jeden Fall. Schlag zu, Leute. Du hast auch einen Shop, glaube ich, und einen Gumroad, wo man sich Referenzfotos runterladen kann. Genau, der Shop, den habe ich jetzt durch InPrint ersetzt, weil es einfach noch zu aufwendig war, einen eigenen Shop zu führen. Ja. Und ein Patreon habe ich noch. Ja, das ist aber ganz wichtig. Wenn ihr die Luisa backen wollt und unterstützen wollt, damit sie schön weiterarbeiten kann, Luisa hat einen Patreon-Account. Genau, da zeige ich halt auch oft diese Step-by-Steps, die ich am Anfang gezeigt habe. Da poste ich meistens so 2-mal im Monat, einmal meistens ein Step-by-Step und einmal irgendwie ein Preview von neuem Artwork, was die Welt noch nicht gesehen hat. Yay! Und da bist du auch ziemlich up-to-date die ganze Zeit. Ich habe da vorhin gesehen, dass du gepostet hast, dass du heute ganz spontan bei Adobe Live mit dabei bist. Ja, klar. Es
will ich ja den. Naja, gibt ja so Patreon-Accounts, wo nichts passiert. Also ich, na, also ich poste, also ich poste halt nicht oft und ich verspreche halt auch meistens nichts. Das war mir wichtig, dass es halt mehr so ein, ne, wie so eine Klingelbeutel, sag ich mal. Ja, das ist schön. Aber ich versuche dann schon, also zweimal im Monat gibt es da schon ein Update auf jeden Fall. Garantiert. Sehr cool. Ich will dich ja nicht unterbrechen. Ja, ich weiß, ich mache jetzt die Stunden weiter, wenn du mich unterbrichst, dann, dann hört es nicht auf hier. Das ist mein Metier, mein Element. Aber du kannst mir dabei. Ich will ja nicht, aber ich muss. die Stunde ist rum, plus 5 Minuten. Das ging jetzt von deinem Nickerchen ab, Luisa. Vielen, vielen lieben Dank für die tolle Masterclass. Die war super vorbereitet. Es war, hatte alles Hand und Fuß. Deine Arbeiten sind natürlich göttlich. Ich verneige mich in Respekt vor deiner Skill. Und nochmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Gig mit Magic the Gathering. Das ist wirklich dein Ritterschlag. Den hast du auch wirklich verdient. Ich hoffe, dass das nicht das letzte Mal war, weil du kannst ja easy peasy nochmal zur nächsten Masterclass vorbeikommen. Also wenn Klaus nächste Woche nochmal Zahnschmerzen hat, dann rufen wir dich einfach 5 Minuten vorher. Aber mein Schlafrhythmus. Ja, ja, du hast recht, wir müssen Rücksicht nehmen. Da kommt Applaus aus dem Chat. Vielen lieben Dank, dass du mit dabei warst. Debian sagt, vielen Dank, war super unterhaltsam und informativ. Dem kann ich mich nur anschließen. Das hast du super gemacht. Applaus für dich. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte und danke für deine tolle Moderation. Auf jeden Fall. Ja, gerne. Das ist ja easy peasy mit dir, mein Video. Thomas sagt tschüss und bis nächste Woche, genau. Nächsten Montag geht es weiter, selbe Stelle, selbe Welle, 11 Uhr Montag hier. Wer dann da sein wird, das ist noch ein Mysterium, dann lasst euch einfach mal überraschen. Hoffentlich die Luisa. ansonsten wünsche ich euch allen schon mal ein schönes Wochenende, bleibt maximal inspiriert, schaut euch alles nochmal an, was wir heute gemacht haben, probiert es aus und schreibt dann eure super informativen Erkenntnisse in den Discord. Ich weiß gar nicht, Luisa, ob du schon mit dabei bist, wenn nicht, müssen wir dich dann noch einladen. Ladet mich bitte ein. Ja, damit wir auch schön connected bleiben können. Ansonsten wünsche ich euch allen eine schöne Woche und bis bald. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss.